Der Herr sitzt in Lobpreis, seine Gerechte. Eine der Geheimnisse, was du in dir, in dein Herz schreiben soll, ist, wenn du der Gegenwart Gottes provozieren möchtest, hab ein Leben voller Lobpreis, Danksagung und Anbetung. Amen. Es ist eine der mächtigen Geheimnisse, was Christen haben können. Immer erfüllt zu sein mit Lobpreis und Anbetung. Amen. Und dazu noch Danksagung. Amen. Wenn ein Christ solche Sachen nicht hat, der kann nicht der Gegenwart Gottes erleben. Gott braucht eine Vase voller Lobpreis, voller Anbetung, voller Danksagung. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Halleluja. Wie geht es euch alle? Hervorragend. Das höre ich gerne. Halleluja. Da gibt weniger Arbeit, wenn es hervorragend gibt. Das gibt weniger Arbeit. Mir geht auch hervorragend. Mehr wie hervorragend. Warum? Weil Jesus auf dem Thron Gottes sitzt. Amen. Weil Jesus Christus, mein Herr, mein Erlöser, mein Gebieter, mein Chef, mein Freund, der ewige Gott, der Mächtige, der Herr der Herrscher, der kam, um mich zu erretten. Der kam, um sein Volk zu erretten. Dieser Jesus, der gekreuzigt wurde, ist nach 3 Tagen auferstanden. Und er ist im Himmel. Er sitzt auf den Rechten Gottes. Halleluja. Es gibt keinen anderen Gott außer Jesus Christus. Wenn bis jetzt du daran zweifelst, dann hast du Problem. Es gibt keinen anderen Gott außer Jesus Christus. Amen. Die Gerechten sagen Amen. Es gibt keinen anderen Gott außer Jesus Christus. Und er sagt in Psalm 60, 14, mit dem Herr werden wir Gewaltiges. Halleluja. Mit dem Herr werden wir. Du musst Gewaltiges mit dem Herr. Halleluja. Mit dem Herr. Und wisst ihr, er hat noch einen Namen. Durchbrecher. Kennt ihr diesen Namen? Durchbrecher, der Durchbrecher. Das bedeutet, wenn du in bestimmter Situation bist, wo Wände, Mauer vor dir steht, wo Berge vor, er ist kein Bergbohrer, er ist ein Durchbrecher. Alle Berge werden zermalmt, Halleluja. Alle Berge werden zum Täler gemacht vor ihm. Unsere Durchbrecher, Jesus Christus. Aber manchmal sagt man, ja, wenn er der Durchbrecher ist, warum ist meine Situation so lange? Warum dauert es so lange? Warum ist es nicht so, dass ich den Herr jetzt rufe und ich sehe, wofür ich gebetet habe? Warum ist es so, dass es so lange dauert, bis ich etwas erlebe? Das sind die Fragen, die ständig rum um uns. Aber die Bibel sagt, er ist Herr über Zeiten und Umstände. Amen. Es gibt keine Situation, die über den Herr ist. Aber die Frage ist, wie begegnest du dieses Gott? Wie begegnest du dein Gott? Es gibt Christen, wenn es gut geht, die loben, die tanzen, die singen. Aber ab dem Moment, wo schlechte Zeiten kommen, Zweifel, Müdigkeit, Unmut, Misstrauen und so weiter. Alle diese Sachen kommen ans Licht. Meine Beziehung mit Gott ist nicht abhängig von dem Sichtbaren, von dem Natürlichen, sondern von was Gott ist. Die Bibel sagt, Gott ist Geist. Und die anbeten, ihn anbeten, beten in Geist. Amen. Wenn du deine Beziehung mit Gott bauen, nach was du siehst, du wirst einen falschen Gott anbeten. Wer ist einverstanden? Wenn du deine Beziehung mit Gott baust, nach was du siehst, nach was ich höre immer Christen sagen, ja, ich fühle Gott nicht mehr. Ja, ich bete, ich fühle nicht mehr. Ich komme der Gemeinde, ich fühle nicht mehr. Leute fühlen Gott, aber ich fühle Gott nicht mehr. Bei Gott geht es nicht um Fühlen. Es geht nicht um Sehen. Und eine der falschen Bild Gottes, was Christen haben, ist, die wollen Gott mit natürlichen Augen sehen. Ich sehe Gott nicht.
Ich fühle Gott nicht. Ich höre diese Stimme Gottes nicht. Wie kann ein Christ mir sagen, er sieht Gott nicht, er hört Gott nicht. Das bedeutet, er hat keine Begegnung mit Gott. Er erlebt einen Gott, von dem er gehört hat. Aber er hat keine Beziehung, keine Begegnung mit Gott. Denn wenn du eine Begegnung mit Gott hast, du hörst ihn, du siehst ihn, du spürst ihn, er ist da. Aber wir haben unsere Glaube gebaut, nach was wir wollen Gott mit sichtbaren Augen sehen. Wir wollen Gott mit hörbarer Stimme hören. Wir wollen Gott mit Gänsehaut spüren. Und das ist ein so falsches Bild. Gottes, danke dir. Gott segne dich. Und dadurch bilden wir uns ein falsches Bild Gottes. Okay? Mein Thema ist heute, wer darf auf dem Berg Gottes? Wer darf auf dem Berg Gottes? Ich komme nochmal zu diesem falschen Bild Gottes. Warum? Weil, ob ich in Frankreich unterwegs bin, oder in Deutschland, oder in Belgien, ich begegne Christen immer, die mir sagen, noch vor 20 Jahren habe ich Gott gespürt. Noch vor 30 Jahren habe ich Gott gespürt. Ich habe Träume gehabt. Ich habe Visionen gehabt. Ich habe das gehabt. Aber jetzt, ich habe den Eindruck, Gott ist nicht mehr bei mir. Ich habe den Eindruck, Gott hat mich verlassen. Ich habe den Eindruck, ich erlebe Gott nicht mehr. Es kann wahr sein. Aber es hat oft damit zu tun, dass wir ein falsches Bild Gottes. Wir haben uns einen Gott eingebildet, der falsch ist. Wisst ihr, nach dem Sündenfall, okay, langsam. Der Mensch besteht aus drei Teilen. Körper, Seele und Geist. Okay? Bevor der Sündenfall, der Mensch könnte Gott durch sein Körper, sein Außenfeld, seine Seele und sein Geist begegnen. Er könnte Gott begegnen in alles, was er war. Aber nach dem Sündenfall, wir wissen, Gott, der Mensch wurde nach dem Bild und Ähnlichkeit Gottes geschaffen. Okay? Gott hat uns einen Körper gegeben, um Kontakt mit der sichtbaren Welt zu haben. Gott hat uns einen Geist gegeben, um Kontakt mit der übernatürlichen Welt zu haben. Gott hat uns eine Seele gegeben. Unsere Persönlichkeit steht in der Mitte zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt. Deine Seele verbindet der Sichtbare mit der Unsichtbaren. Wenn Gott zu jemand reden möchte, er kommt durch deinen Geist. Dein Geist soll erstmal die Botschaft, die Nachrichten, die Impulse Gottes kommen durch deinen Geist und drängen in deine Seele. Und du reagierst durch deine Emotionen, sichtbare Emotionen, und du reagierst durch deine körperliche Bewegung. Aber nach dem Sündenfall ist umgekehrt. Menschen wollen mit der Außenwelt in Kontakt zu Gott gehen, aber die Blockade sind der Seele. Die Seele ist unbekehrt. Die Seele vieler Christen ist unbekehrt. Wenn du Gott zum ersten Mal begegnest, die Bekehrung findet in deinem Geist statt. Dein Geist bekehrt sich, dein Geist kehrt um, aber die Bekehrung deiner Seele ist ein Prozess. Und das ist nur möglich durch das Wort Gottes. Wir haben in 1. Johannes, ich denke 5, 7, gelesen, dass drei Dinge geben Zeugnis auf Erde. Was? Was gibt Zeugnis auf Erde? Drei Dinge. Blut, Wasser und Geist. Blut, Wasser und Geist geben Zeugnis auf Erde. Gott hat uns Blut, Wasser und Geist gegeben. Aber was gibt Zeugnis im Himmel? Was gibt Zeugnis im Himmel? Nicht das Blut.
das Wort, der Vater und was? Ah? Nein, nicht der Sohn. Der Heilige Geist. Vater, Geist und Wort. Vater, Geist und Wort geben Zeugnis im Himmel. Aber auf Erde haben wir Blut, Wasser und Geist. Diese drei Dinge braucht deine Seele. Amen. Diese drei Dinge braucht deine Seele. Deine Seele muss ständig im Wasserbad des Wortes eintauchen, damit deine falschen Emotionen gereinigt werden, damit deine falschen Gewohnheiten gereinigt werden, damit deine falschen Denken gereinigt werden. Der Bereich der Seele muss gebadet, 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 gebadet im Wort, bis die Vollkommenheit in der Seele stattfindet, bis die Bekehrung in der Seele stattfindet. Wasser, Bad im Wasser. Dann das Blut. Das Blut, was ist die Aufgabe des Blutes? Wer weiß? Aufgabe des Blutes. Erste Aufgabe. Uns gerecht machen von Gott. Er hat uns erkauft durch das Blut seines Sohnes. Erkauft, gerecht gesprochen, entsündigen, die Reinigung, die Säuberung vom Sünder kommt durch das Blut. Und nochmal, was noch? Was gibt uns, was für Fähigkeit gibt uns das Blut? Die Vergebung der Sünde geschieht durch das Blut. Ohne Blutfluss, sagt die Bibel, gibt keine Vergebung der Sünde. Und eine fünfte, was bringt noch das Blut? Fünfte. Wir haben es gesprochen, mach uns rein. Danke, dass du das noch zu sagst. Aber eine wichtige Zahl, Apostel Offenbarung, Kapitel 12, Vers 11. Überwindung. Wir haben Überwindung überwunden um das Blut des Lammes und das Wort unserer Zeugnis. Das bedeutet, jedes Mal, wo der Feind dich anklagt, auf den Altar ist das Blut des Lammes, der dich gerecht spricht, der für dich spricht. Das bedeutet, deine Seele braucht Blut, um gereinigt zu werden, um gerecht gesprochen zu werden und so weiter. Und es braucht das Wasserbad des Wortes. Und deine Seele muss in Verbindung auch mit dem Vater. Meine Seele lobe den Herrn. Meine Seele preist den Herrn. Meine Seele vertraut den Herrn. Meine Seele glaubt den Herrn. Wie kann die Seele in Verbindung mit dem Herrn? Durch deinen Geist, der Gott anbetet. Amen. Durch deinen Geist, der Gott anbetet. Dass jedes Mal, wo dein Geist in der Gegenwart Gottes geht und anbetet, dein Geist holt die Eigenschaften Gottes und pflanzt das in deine Seele. Amen. Damit deine Seele wieder die Ähnlichkeit Gottes und das Bild Gottes empfängt. Amen. In der okkulten Welt, wenn man sich mit jemandem verbinden möchte, nicht durch Körper, nicht durch Geist, durch die Seele. Die Seele ist der Kontaktpunkt, weil die Seele ist deine Persönlichkeit. Wenn man sich mit dir verbinden möchte, man verbindet sich durch deine verfälschte Emotion, durch deine verfälschte Gefühl, durch deine verfälschte Verstand. Leute, die sehr emotional sind, sind sehr anfällig für die Werke der Hexerei. Sind sehr anfällig für die Werke der Isabel. Wir haben das gestern gesprochen. Wenn du sehr emotional bist, emotionale Schwankung ist sehr gefährlich für die Gemeinde. Sehr gefährlich. Leute, die emotional schwanken, dürfen nicht vorne kommen und dienen. Die sind sehr gefährlich für die Gemeinde. Durch deine emotionale Schwankung, du blockierst den Durchbruch der Gemeinde. Du blockierst die Entwicklung der Gemeinde. Du blockierst die Entwicklung des Dienstes. Deswegen, jeder Mann Gottes soll emotional stabil sein, seelisch stabil sein. Wenn du ein Mann Gottes, Frau Gottes bist, du bist emotional in Schwankung. Es wird dir schwer fehlen, durchzubrechen. Warum? Durch die emotionale Schwankung entsteht Unglaube, entsteht Zweifel, entsteht Unmut, entsteht verschiedene Dinge, die dich von Gott trennen.
die Seele. Wisst ihr? Gott, die Aufgabe der Seele ist nicht die Aufgabe Gottes. Gott kümmert sich nicht um deine Seele. Gott kümmert dich um deinen Geist. Warum? Ich erkläre euch. Es ist ein bisschen so übertrieben oder schockierend, was ich sage. Wenn jemand sich bekehrt, seine Aufgabe ist nach, Gott hat nach dir gesucht. Die Bibel sagt, er hat uns als Erster gesucht. Nachdem Gott dich gefunden hat, er wird nicht mehr nach dir suchen. Du musst nach Gott suchen. Amen. Es ist die Aufgabe der Christen, tagtäglich nach Gott zu suchen. Warum? Denn, weil deine Identität ist in Gott verborgen. Deine Zukunft ist in Gott verborgen. Dein Reichtum ist in Gott verborgen. Deine Bestimmung ist in Gott verborgen. Dein Durchbruch ist in Gott verborgen. Deine Stabilität ist in Gott verborgen. Dein Dienst ist in Gott verborgen. Dein berufliches Leben ist in Gott verborgen. Deine Ehe ist in Gott verborgen. Deine Kinder sind in Gott verborgen. Alles, was du haben soll, ist in Gott verborgen. Deswegen heißt es in Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die die haben sollte. Schlachter 2000, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die die haben sollte. Deswegen, wenn jemand sich bekehrt, was passiert? Gott startet einen Wiederherstellungsprozess. Eine Wiederherstellungsprozess. Und dieser Wiederherstellungsprozess ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Gottes Willen, unsere eigene Wille und die Umstände um uns. Die Zeit um Umstände. Wenn du dich bekehrst und erwartest, dass weil ich mich bekehrt, ich werde sofort reich, ich werde sofort heiraten, ich werde sofort alles haben, was ich will, du täuschst dich. Warum? Deine Seele ist durch die Sündefall der Menschen, viele Dinge sind zerstört worden und diese Zerstörung hindert dich, in schnelle Prozess zu gehen. Deine Seele muss erstmal lernen, Gott zu vertrauen. Deine Seele muss erstmal lernen, das Wort Gottes. Ich habe eine Frage. Als du dich bekehrt hast, hast du jeden Tag die Bibel studiert. Aber was ist heute? Du hast 3 Stunden gebetet, aber heute schaffst du nicht mal 30 Minuten am Tag zu beten. Du hast gekämpft im Geist, du hast prophezeit, du hast das Wort gelesen, das Wort war deine tägliche Nahrung. Aber wie ist es heute? Viele bekehren sich und wollen sofort in Kanaan. Es ist, als ob wir kommen aus Ägypten, Gott trägt uns in Kanaan. Ich habe das nicht in meiner Bibel gesehen. Wie lange waren die unterwegs? 40 Jahre. Und du kommst, weil du Tobi heißt, du möchtest sofort in Kanaan. Weil du Jonas heißt, ja Gott, ich bin der geliebte Gott. Nein, wir sind alle Geliebte Gottes. Du möchtest sofort alles haben. Heilung, Befreiung, Gott muss dir alles sofort geben. Nein. Wenn Gott dir das alles gibt, es wird dich töten. Wenn Gott dir alles sofort gibt, du wirst sterben. Glaub mir. Bevor Gott jemand die Herrlichkeit in Dienst gibt, er zerbricht, er tötet dich. Bevor Gott, wenn Gott dich beruft, Prophet, Apostel, Lehrer und so weiter, der Prozess, bis du den Dienst startet, glaub mir, es ist ein schwieriger Prozess. Und auch wenn dieser Prozess vorbei ist, du bist im Dienst, es käme Zeiten in dein Leben, wo du einen besonderen Preis bezahlen sollst. Ich habe mit meiner Mutter gestern telefoniert. Ich habe meine Mutter gefragt, Mama, weißt du, als Gott mich berufen hat, wenn Gott mir gezeigt hätte, die ganzen Wege mit Schmerzen, die ich gegangen bin, hätte ich akzeptiert zu dienen. Mama sagt, nein, mein Sohn. Ich war auf einem Erfolgskurs. Ich war auf einem Kurs, wo ich alle haben könnte, geschäftlich. Aber Gott sagt, warte ab, die Zeit kommt, wo du alles verlieren wirst. Und Gott fing an,
einen oder anderen zu nehmen. In alle Bereiche. Finanzen, Familie, Gesundheit, überall. Und er sagt jetzt lauf mit mir. Du hast nicht mehr, lauf mit mir. Ich muss laufen. Und dann sage ich meiner Mutter, wenn Gott mir gesagt hat, dass die Ehe, in dem du gehst, deine Frau wird sehr lange krank sein, hätte ich sie geheiratet? Nein. Warum? Weil der Mensch ist so. Wenn Gott Israel gezeigt hätte, dass der Weg zu Kanaan so anstrengend sein wird, hätten die akzeptiert, rauszugehen. Niemals. Wenn Gott zu Mose, zu Abraham gesagt hätte, Abraham, ich bring dich ein Land von Milch und Honig, aber auf dem Weg wirst du schwer haben. Hätte Abraham? Nein. Wenn Gott zu Mose gesagt hat, Mose, ich berufe dich, dieses Volk, ein großer Mann Gottes zu werden, du wirst dieses Volk führen. Alles, was an Leiden, Schmerz, was Mose erlebt hat, hätte er ja gesagt? Nein. Wenn Gott zu Josef gesagt hätte, Josef, du wirst der Größte in Israel sein. Er hat ihm gezeigt, durch Träume, durch Visionen. Aber Gott hat ihm nicht gezeigt, dass er in eine Zisterne geworfen wäre. Gott hat ihm nicht gezeigt, dass in dem Haus Potiphar eine große Versuchung haben sollte. Gott hat ihm nicht gezeigt, dass er in der tiefere Gefängnis, und die Gefängnis waren nicht Luxus wie hier in Deutschland, gell? Wenn man mich in Deutschland Gefängnis geht, wow, ich freue mich. Es ist so luxuriös. Habt ihr die Gefängnis Schweden gesehen? Oder Schweden und Finnland? 5-Sterne-Hotel-Gefängnis. Habt ihr die Gefängnis in Saudi-Arabien gesehen? Ha, ich träume davon. Ich habe Gefängnis in Japan gesehen. So Rentner, die gehen in den Supermarkt, klauen etwas, damit die im Gefängnis gehen. Warum? Weil die keine Heizung zu Hause haben, weil die nichts mehr genug zum Essen haben. Im Gefängnis haben die 3 Mahlzeiten pro Tag, Kleider, Fernseher, alles. Nur die dürfen nicht oft draußen gehen. Das ist kein Gefängnis. Wenn man sagt, Paulus war im Gefängnis. Im Winter, der Boden ist gefroren, du sitzt da auf dem Boden. Du schreist, keiner kümmert sich um dich. Denkst du, der Gefängnis Josef war? Uff, nein, es war irgendwelche Kehle mit Steinen und so, die dürfen auf den Steinen schlafen. Geh mal in ein Gefängnis in Kamerun. Du wirst es bestätigen, dass es wahrhaftig gibt Gefängnis. Geh mal in Thailand Gefängnis, wo so ein Raum 1000 Leute schlafen auf dem Boden. Das ist Gefängnis. Wenn Gott dir zeigt, was du erleben wirst, du wirst nicht akzeptieren, die Wege zu gehen. Du wirst nicht annehmen. Das ist der Mensch. Gott ist so gut, er zeigt uns das nicht. Er zeigt uns das nicht. Ich möchte dich nicht erschrecken, aber du hast Gott, Jesus, als Erlöser und Erretter empfangen. Halleluja. Ehre, ich bin ein Christ. Wer bist du? Ein Christ. Die Zeit wird kommen, wo es dir schwer fällen sein, zu sagen, ich bin ein Christ. Bist du Christ? Wie war mit Petrus? Ich kenne ihn nicht. Er wusste, wenn ich sage, ich kenne ihn, sofort Handschelle. Du musst auch dein Kreuz tragen. Und es war schwer. Und du musst geschlagen werden. Du musst gekreuzigt. Petrus sagt, nee, ich bin kein Christ. Ich kenne ihn nicht. Petrus, er hat Jesus verleugnet. Aus Angst, verhaftet zu werden. Derselbe Petrus, der sagt, ich werde dich nie verlassen. Ich werde mit dir sterben. Ja, komm jetzt der Tod. Wo ist Petrus? Der Erste, der weg abgehauen ist, war Petrus. Es ist der Mensch. Und in dir ist ein Petrus versteckt. Ja, glaub mir, sag nicht, ja, anstelle von Petrus, ich werde nie Jesus. Ich höre immer Christen sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes, ich bin erkauft durch das Blut des Lamm, ich werde nie. Aber ich bin schon bei Christen gegangen, wo Problem zu Hause kam, wo Situationen kamen. Du siehst ein Christ, er heiratet mit seinem Bruder, der Christ ist, oder mit der Schwester, ich werde dich lieben bis den Tod und scheide. Wenn Probleme in der Ehe kommen, ich will ihn nicht mehr. Ich will sie nicht mehr. Ist vorbei. Du verleugnest den Mann, den du vor Gott gesagt hast. Du verleugnest die Frau, den du gesagt hast, du willst ihn lieben bis der Tod und scheide. Ein Mann Gottes hat mir gesagt, flieh weg, lass. Ich sage, nein.
Ich habe einen Bund, bis der Tod mich scheidet. Nicht weil eine Frau krank ist, ich werde sie verlassen. Nicht weil seit 15 Jahren meine Frau ich werde sie verlassen. Ich habe ihn gesagt, lieber sterbe ich, anstatt meine Frau zu verlassen. Es ist mein Bund mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinem Gott. Es ist mein Bund. Ich habe Männer Gottes gesehen, Pap, die haben sich scheiden lassen, eine andere Schwester geheiratet. Der Mensch denkt, ich möchte die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber die Herrlichkeit Gottes hat einen Preis. Weißt du, woher deine Prüfung kommen wird? Weißt du, von wo deine Prüfung kommt? Kannst du mir heute sagen, Gott wird mich prüfen so? Nein, du weißt nicht. Du weißt nicht, wie Gott dich prüfen wird. Aber die Prüfung muss kommen, damit du weitersteigst. Eine nächste Prüfung, damit du weitersteigst. Eine nächste Prüfung, damit du weitersteigst. So arbeitet unser Gott. Gott kann dir wichtige Dinge nicht anvertraut, wenn er dich nicht geprüft hat. Gott kann dir Nationen nicht anvertraut, wenn er dich nicht geprüft hat. Gott kann dir eine Salbung nicht geben, die Menschen heilen, die Menschen tot erwecken, ohne dass er prüft, ob du treu bleiben wirst. Er wird das prüfen. Warum ist die Prüfung? Um dir die Eigenschaft der Jesus zu geben. Selbst Jesus ist durch Prüfung gegangen. Wer bist du, dass du nicht durch Prüfung gehst? Gib mir einen Mann Gottes in der Bibel, der schwere Prüfung nicht erlebt hat. Zeig mir einen. Zeig mir einen einzigen. Gib keinen. Ah, ich habe keinen Bock mehr in der Gemeinde zu gehen. Ja, ich habe keine Lust mehr. Ja, was ist los da? Sind wir im Kindergarten? Wir sind im Reich Gottes. Reich Gottes ist kein Kindergarten. Wenn Schmerzen kommen, steh auf und sag, im Namen Jesus Christus, mein Erlöser lebt. Egal wie viel Schmerzen ist, ich kann mein Herr nicht verleugnen wegen Schmerzen. Ich kann meinen Gott nicht verleugnen, weil es mir schwer geht. Viele Christen sind so Heuchler. Ich meine, große Heuchler. Heute sagst du Amen, aber morgen sagst du weiter Amen. In 10 Jahren sagst du Amen. Dein Amen soll Amen in alle Situationen sein. Dein Amen soll Amen in alle Schmerzen sein. Dein Ja soll Ja sein, dein Nein soll Nein sein, sagt die Bibel. Wir sind am Ende der Zeit. Diese Spielerei ist vorbei. Gott strebt danach, Menschen zu holen, vorzubereiten, zu erheben und große Dinge zu erfüllen. Und diese Menschen soll kein Heuchler sein. Diese Menschen soll beständig sein in ihm. Keine schwankende Glaube, keine schwankende Glaube, keine schwankende Dienst, keine schwankende. Nein, du hast akzeptiert, Gott zu dienen. Du musst dienen bis zum Tod. Es gibt keine Ruhestand bei Gott. Es gibt keine, wenn ich höre, ein Mann Gottes geht in Rente. Was ist Rente? Es gibt keine Rente in der Bibel. Die Rente ist die Zeit, wo Gott dich nimmt. Dann gehst du in Rente in den Himmel. Ja, die Rente ist im Himmel. Es gibt keine Rente. Auch wenn du keine Zähne mehr im Mund hast, mit Stock, du willst dienen. Wir werden dir diese Dings kaufen. Um deine Dinge zu verstecken. Aber auch wenn ich keine Zähne mehr habe, wir werden dienen. Du siehst nicht mehr so richtig, aber du kommst von ihrer Seite her. Die Salbung fällt puff, über Leute. Das war Johannes. Er saß, Jesus ist hier, Jesus ist hier. Paff, 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 paff. Wunderzeichen. Er war sehr alt, Johannes. Ja. Wer darf auf den Berg Gottes? Ich war nur in Einführung, gell? Ihr kennt mich. Wer darf auf den Berg Gottes? Wisst ihr wer? Wer darf auf den Berg Gottes? Hm? Oh, ihr seid so viel erfüllt von Worten. Könnt ihr weiter sagen? Ich höre auf mit Predigen. Wir lesen erstmal Psalm 24.
Bist du bereit für die Vorbereitung? Bist du bereit, die Wege Gottes zu gehen? Bist du bereit zu leben, ohne Gott zu verleugnen? Amen. Ich habe dir gesagt, deine Seele ist dein Auftrag, zu erziehen, Gott zu lieben, Gott zu vertrauen, Gott zu glauben. Das ist dein Auftrag. Amen. Psalm 24, 1. Ein Psalm David. Dem gehört die Erde und was sie erfüllt. Der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat sie ihn gegründet. Über den Meere und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? War die Frage. Jetzt die Antwort. Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Amen. Derselbe Jakob, der den Berg Gottes sah, der den Himmel offen sah. Der unschuldige Hände hat und reines Herz. Ich denke, wenn man solche Sätze hört, man kann sich schon mal in Gedanken machen, wie ist mein Herz? Wie sind meine Gedanken zurzeit? Wie ist meine Bewegung? Bin ich Gottes Treue? Bin ich unterwegs mit dem Herrn? Ich habe am Anfang gesagt, viele wollen spüren, wer Gott, ob Gott da ist oder da nicht. In meinem Leben habe ich nie Gänsehaut während der Gottesdienst gehabt. Ich will kein Gänsehaut. Ich brauche das nicht unbedingt, um zu glauben, dass Gott da ist. Denn er sagt, wo zwei oder drei sich versammeln, er ist da. Warum brauche ich Gänsehaut? Und deswegen hat sich der Feind in der Vinea-Bewegung, in der Toronto-Salbung eingemischt. Weil Leute wollten Sachen erleben. Sensationen, sagt man, ne? Sensationen. Leute wollten etwas spüren. Leute wollen Bewegungen sehen. Was hat die Schlange gemacht? Ja, sie eingeschleicht. Und das ist die Schlange. Die Schlange ist, wo Menschen danach streben, ein festes Bild Gottes zu haben. Gott ist vielfältig. Gott kann durch Träume reden, durch Visionen, durch was noch? Wort, Prophezie, durch Prediger, durch Lobpreis. Gott kann reden. Ich muss offen sein für jede Quelle, die Gott benutzt, um zu meiner Seele zu reden. Amen. Denn Glaube kommt vom Gehör. Wenn ich glaube, dass das Wort Gottes von Gott ist, dass wenn ich das studiere, Gott zu mir rede, ich werde seine Stimme jeden Tag hören. Ab dem Moment, wo du die Bibel aufschlägst und liest, du hörst die Stimme Gottes. Willst du Gott sehen? Gott ist hier. Das ist, Gott ist da bei Jonas. Gott ist da. 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 Warum? Weil die Liebe zueinander da ist. Gott ist da. Wie willst du doch Gott sehen? Durch die Liebe, die wir haben, Gott ist hier. Wenn Streit zwischen uns entsteht, Gott ist nicht mehr da. Wenn Lieblosigkeit in dir ist, Gott ist nicht da. Wenn Mangel an Vertrauen in dir ist, Gott ist nicht da. Wenn Misstrauischkeit in dir ist, Gott ist nicht da. Wo Stolz da ist, Überheblichkeit, Gott ist nicht da. Denn Gott widersteht das alles. Er will nicht damit zu tun haben. Die Bibel sagt, wer Zweifel mag aus Gott lügen. Er sagt, wenn du zu Gott kommst, du sollst glauben, dass er ist. Und dass er die belohnt, die an ihn glauben. Hebräer 11, 6. Amen. Deswegen, um gute Fundamente zu bauen mit Gott,
Du sollst lernen zu glauben gemäß des Wort Gottes, nicht gemäß Sensationen, nicht gemäß was ist mit sichtbaren Augen. Denn nach dem Sündenfall, unser Körper ist nicht mehr ausgerichtet, Gott zu erleben. Okay? Das Wort muss uns wieder justieren. Unsere natürlichen Augen müssen gesäubert, unsere natürlichen Ohren müssen in einen Prozess gehen, bis wir in der Vollkommenheit eintreten. Deswegen strebt nicht oft zu viel danach, Gott mit deinen natürlichen Augen zu sehen, mit natürlichen Ohren zu hören. Wenn du in der Gemeinde Gottes kommst, du hörst Gott. Wenn du ein Predigt zu Hause im Fernsehen, du hörst Gott, du siehst Gott. Halleluja. Wenn du morgen aufstehst, wer hat dazu geführt, dass du aufstehst vom Schlaf? Ist der Herr. Das bedeutet, ein Wunder ist geschehen, dass ich heute Morgen aufgestanden bin. Für mich ist es ein Wunder. Denn viele haben diese Möglichkeit heute nicht. Die haben gestern geschlafen, die sind gestorben. Andere haben aus dem Auto gefahren, die sind nicht angekommen ans Ziel. Geh mal in Krankenhäuser, du willst sehen, wie du gut hast. Es gibt Menschen, die haben Geld, Millionen auf dem Konto, aber die sind gefesselt im Krankenbett. Die können nicht mal ihre Gesundheit mit ihrem Geld bezahlen. Alles ist Gnade, was du hast, ist Gnade. Deswegen lernst dich zu freuen mit der wenigen, was du hast. Erwarte nicht, dass du erstmal große hast, um dich zu freuen. Viele wollen erstmal, dass ihre Schulden gezielt sind, damit sie sich freuen. Solange meine Schulden nicht gezielt sind, ich habe keine Freude, ich habe keine Friede. Nein, meine Friede hängt nicht an meinen Schulden. Wenn ich meine Schulden anschaue, ich würde hier nicht dienen. So viel Schulden, was ich habe zurzeit. Wenn ich an den Gesundheitszustand in meinem Haus sehe, ich werde Gott nicht dienen. Wenn ich an meine Situation schaue, ich werde Gott nicht dienen. Aber ich habe was gelernt. Meine Beziehung mit Gott ist nicht abhängig von was ich habe oder nicht habe. Ob Gott mir gibt, ich diene. Ob Gott mir nicht gibt, ich diene. Ehre sei den Herrn. Ehre sei den Herrn. Amen. Du bist verheiratet, du hast keine Kinder. Ehre sei den Herrn. Amen. Nicht betrübst, ja, seit 10 Jahren bin ich verheiratet, ich habe keine Kinder, wo ist Gott? Gott hat mich, Gott, man klagt Gott, Kannst du Gott anklagen? Wir klagen auf Gott. Es ist Unverschämtheit, weil meine Situation so lange dauert, ich klage Gott an. Gott hat mich vergessen. Warum gibt Gott meine Schwester was? Warum gibt Gott meine Bruder was? Warum gibt Gott, warum ich nicht? Warum nicht du? Versuch erstmal deine Einstellungen, deine Gesinnungen zu verändern, damit du die Hand Gottes erlebst. Solange du falsch mit Gesinnung unterwegs bist, mit falsch mit Denken bist, mit falschem Herz, du willst nicht auf den Berg Gottes steigen. Denn falsche Gesinnung will Gott nicht im Himmel haben. Auf seinem Berg kommt keine Stolz. Auf seinem Berg kommt keine Überheblichkeit. Auf seinem Berg kommt keine Anklage. Wenn du ständig Gott anklagst, du tust die Aufgabe Satan. Wenn du ständig deine Geschwister anklagst, du tust die Aufgabe. Wenn du nicht vertraust, du tust die Werke Satan. Und du möchtest auf dem Berg Gottes ansteigen. Das ist unmöglich. Ich nehme ein Beispiel eines Mannes. Er musste auf dem Berg Gottes steigen. Aber seine erste Begegnung mit Gott war auf einem Berg. Wer ist da? Wer war das? Moses. Seine erste Begegnung mit Gott war auf einem Berg. Aber vorher, Mose als Kind wurde erzogen von wem? Nein. Von seiner Mutter. Nicht von Pharao. Er war im Haus Pharao. Aber dadurch, dass er eine Berufung Gottes hatte, er musste die Eigenschaften der Kinder Israel haben. Er musste von diesem Gott hören. Und jedes Mal, wo seine Mutter ihn gestillt hat, hat Lieder gesungen, Lobpreis gesungen, hat
über Wunder und Zeichen, hat gesagt, Abraham ist dein Vater, Jakob und Isaac waren deine Vorfahren. Der Kleine hat das gehört. Ja. Dein erster Vater war Adam und deine Mutter war Eva. Die haben sich versündigt. Deswegen ist Tod in die Welt gekommen. Wir sind elend. Aber mein Sohn, du hast eine große Bestimmung. Du bist geboren, um die haben prophezeit über ihren Sohn, bis er gewachsen ist. Hör nicht auf, über deine Kinder zu prophezeien. Sag deine Kinder ständig, du bist ein Mann Gottes, du bist eine Frau Gottes, du willst Gott dienen, du willst die Werke Gottes tun, Wunder und Zeichen werden dir nachfolgen. Wisst ihr, warum wir so depressiv sind, elend? Wisst ihr, warum wir so arm, geistlich, seelisch sind? Unsere Eltern haben nicht begriffen. Fängt an, in dem Leben eines Kindes zu prophezeien. Auch wenn er noch in der Gebär ist. Leg deine Hand. Als Maria die Mutter Johannes begegnete, was ist passiert? Hat begrüßt, das Kind hat gezittert. Und was sagt die Bibel? Hat der Geist in der Gebär seiner Mutter erlebt. In der Gebär deiner Mutter, du kannst entscheiden zwischen Gott und Satan. Wisst ihr das? David sagt das. In der Gebär deiner Mutter kannst du schon eine Entscheidung treffen. Weißt du das? Amen. Es ist biblisch bewiesen. Amen. Was sagt Gott an Jeremia? Bevor er dich geformt hat in der Gebär deiner Mutter, ich habe dich ersehen. Ich habe dich als Prophet berufen. Man wird nicht Prophet. Es gibt keine Schule, wo du Prophet wirst. Ich höre von prophetischer Schule. Prophetische Schule sind da, Menschen zu schulen, ihre Begabung auszuüben. Aber geht nicht an Schule, um Prophet zu werden. Geht nicht an Schule, um Pastor zu werden. Geht nicht an Schule, um Apostel zu werden. Biblische Schule, ich habe nichts dagegen. Aber die Schule Gottes ist, du bist in der Gemeinde, du wächst. Die Gemeinde sieht deine Wachstum, sieht deine Frucht. Die Gemeinde erkennt, in diese ist ein Prophet, in diese ist ein Apostel, in diese ist ein Lehrer, in diese ist ein Pastorin, in diese ist ein Evangelist. Und die Gemeinde schult dich, bereite dich. Und wenn die Zeit kommt, die Gemeinde salbt dich, legt die Hand auf dein Leben und du bist vor der Gemeinde vorgestellt als Pastor. Das ist der Weg Gottes. Was haben die Menschen gemacht? Bibelschule gegründet, theologische Schule. Du wirst gepumpt mit Theologie, 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 Theologie. Du studierst Ägyptologie, du studierst Afrikanologie, du studierst Amerikanologie, du studierst alles, alles. Und dann kommst du vor der Gemeinde. Liebe Gemeinde, wisst ihr, gemäß Pharaon, die Pyramide wurde so gebaut und so fängst du Sachen zu erzählen, wo Leute einschlafen. Die Gemeinde braucht das nicht. Die Gemeinde braucht die Kraft. Die Gemeinde braucht die Heilung. Die Gemeinde braucht Dämonen austreiben. Die Gemeinde braucht das Wort, was Leben bringt. Das ist, was die Gemeinde braucht. Wisst ihr, was Theologie gemacht hat in unserer Nation Deutschland? Theologie hat die Gemeinde kaputt gemacht. Alle sind Theologen. Alle sind Theologen. Die kommen mit, ja, wisst ihr, ich schlafe bei Theologie ein. Ich will Kraft sehen. Nee, ich lästere nicht gegen Leute, die Theologie machen. Es ist ihr Recht, das zu machen. Aber für mich, wenn Gott dich ausbilden möchte, er wird erstmal deine Charakter zerbrechen. Er wird erstmal die Eigenschaften Jesus in dir einpflanzen. Und die Eigenschaften Jesu kriegst du in keiner Bibelschule. Die Eigenschaften Jesu kriegst du in der Gemeinde. Amen. Komm, Bruder. Und Schwester. Komm mal, bitte. Die sind in der Gemeinde. Die sind 10 Jahre alt. Die Gemeinde kümmert sich um sich. Die wachsen, die wachsen, die wachsen. Die Gemeinde sieht, der Bruder, er ist so, sein Charakter ist so schlecht. Die Brüder arbeiten an seinem Charakter. Bring ihm das Wort bei. Der Bruder Markus holt ihn ab und zu mal zu Hause mit seiner Frau, weil er zu anstrengend für seine Eltern. Der Bruder Markus geht im Wald mit ihm spazieren, redet über Jesus, Lobpreis mit ihm. Weil der Bruder Markus sieht an ihn
ein zukünftiger Prophet. Amen. Okay. Die Schwester Baruschka sieht diese Schwester. Die ist noch klein, die rennt in der Gemeinde und dann sieht in ihr eine Dienerin. Die betet ständig für sie. Die sieht das, die Schwierigkeit mit ihren Eltern, die ist in der Pubertät, so schwierig. Aber die betet für sie, die betet, weil die sieht, dass wenn man nicht für sie betet, der Feind wird diese Dienst, wie sagt man das, einen Kurzschluss in ihrem Leben bauen. Der Feind wird sie dazu bringen, falsche Wege zu gehen, falsche Verbindung mit Freunden. Und dann, du siehst, die ist 14, die kommt nicht mehr in der Gemeinde. Du fragst ihre Eltern, wo ist eure Tochter? Ja, sie will nicht mehr in der Gemeinde. Okay. Nein, kein Okay. Du nimm eine, zwei, drei Schwestern, ihr geht nach Hause zu der Familie. Komm mal, du Töchterchen. Warum kommst du nicht mehr in der Gemeinde? Ja, ich habe keinen Bock. Warum hast du keinen Bock? Versteht ihr? Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Wenn ihr meine Söhne nicht mehr in der Gemeinde seht, ihr kommt bei mir zu Hause. Ihr ruft meine Söhne. Rede mit meinen Söhnen. Das ist eure Aufgabe. Versteht ihr, Gemeinde? Wenn Tobi meinen Sohn nimmt, auf dem Po was gibt, ich werde mich freuen. Glaub mir. Wenn Tobi, du brauchst nicht mal mehr zu sagen, dein Sohn hat missgebracht. Nein, hol ihn, bring ihn in den Nebenraum. Paff, 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 paff. Hey. Und dann bring ihn wieder. Wenn er zu mir kommt, Tobi, ich sag, was hat Tobi gemacht? Papa, gib mir den, ich gebe noch zwei dazu. Ich sehe Eltern, ja, man hat meinen Sohn in der Gemeinde. Wir sollen ihn erziehen. Die Gemeinde soll erziehen. Wenn du nicht in der Lage bist, zu Hause zu erziehen. Unsere Aufgabe ist, wir sollen unsere Söhne und Töchter hier nicht verlieren. Wir wollen jedes einzelne Kind erretten. Es ist die Aufgabe der Gemeinde. Und dann, die wächst, die wächst, die wächst, die wächst. Irgendwann, der Bruder ist gewachsen. Er hat die Lehre. Und er hat im Herz, dass diese Schwesterchen etwas mit, ich fühle, dass Gott mir was da geben möchte. Er geht nicht und fängt an zu flirten mit der Schwester. Nein. Er geht zu dem Pastor. Pastor, ich habe festgestellt, jedes Mal, wo ich die Schwester sehe, mein Herz macht bupp, kabupp, kabupp. Was ist das, Pastor? Ich sage, es heißt Liebe. Aber es fühlt sich so komisch, Pastor. Ja, das ist Liebe. Aber komm, lass uns erstmal über diese Liebe reden. Dann muss man ihn beibringen. Die Vorteile und die Nachteile. Diese emotionale Liebe. Und dann ihm zeigen, was ist die Liebe, der vollkommene Wille Gottes. Damit er nicht zu früh an der Schwester kommt oder zu spät an der Schwester. Amen. Denn es steckt auch Geistliche in der Mitte. Die Gemeinde muss dran arbeiten, dass die Beziehung in der gesunden Wege geht. Aber manchmal kann die Gemeinde kaum sagen, diese Beziehung, ihr stoppt erstmal. Du Schwester und der Bruder, wir wollen euch nicht mehr zusammen sehen. Wisst ihr warum? Gott prüft manchmal, ob der Bruder gehorsam sein wird. Ob die Schwester annehmen wird und gehorsam sein wird. Aber wenn der Bruder, was erlaubt sich die Gemeinde? Die Gemeinde verbietet mir. Die Gemeinde, das ist Rebellion. Du sagst, Gott prüf mein Herz. Denkst du, weißt du, wie Gott dein Herz prüft? Der Markus kommt, der geht, ey Bruder, komm mal, ich sehe dich oft mit der Schwester, bitte stopp das jetzt erstmal. Wer bist du? Du bist nur ein Bruder in der Gemeinde, warum? Nein, das ist Rebellion. Ah, lieber Bruder, ich habe gehört, aber was meinst du? Ja, weißt du, Bruder, ich sehe, ihr seid oft zusammen, aber Gott hat mir ein Herz gelegt, ihr müsst ein bisschen warten. Warum? Weil in der Gedanke Markus, er hat im Geist etwas gesehen. Vielleicht er hat das, Gott hat einen Eindruck in ihn gesehen, aber er hat nicht klar gesagt, aber Gott gesehen, aber Gott sagt ihm, sag nur, die soll erstmal stoppen.
Und Gott beobachtet euch, ob ihr gehorsam seid, ob ihr stoppt. Wenn ihr stoppt, Gott arbeitet vielleicht an etwas, was dich stören könnte. Gott arbeitet an ihn. Und wenn Gott fertig ist, dann kommt Markus oder der Bruder und sagt, ah, hey, wie sieht aus? Ich habe den Eindruck, die Zeit ist für dich gekommen, dass du die Wege der Ehe gehst. Also, ja. Amen. Amen. Wir müssen unsere Nachkommen, wir müssen die, die in der Gemeinde wachsen, unsere Aufgabe ist, die zum Dienst zu führen. Amen. Nicht Gott ist gekommen und hat Öl auf David gegossen. Aber Gott sagt doch, ich habe dich als König in der Gebär deiner Mutter, als Prophet gesalbt. Nicht Gott ist gekommen, hat über Jehu oder über Elisa Öl gegossen. Nein, obwohl Gott sagt, ich habe dich schon gesalbt, du warst in der Gebär. Aber warum salbt Gott Leute vor die Gemeinde? Es ist eine Bestätigung. Gott bestätigt, die Gemeinde muss auch bestätigen. In einer Familie, Vater und Mutter sollen in Einheit sein, um das Leben der Kinder zu bestätigen, die Wege der Kinder. Deswegen, Jesus tut nicht, ohne mit seiner Gemeinde übereinzukommen. Er bespricht alles mit seiner Gemeinde. Jesus tut nichts, wenn du mir sagst, ich höre nur auf Gott, aber auf die Gemeinde, das ist Rebellion. Alles, was du hörst, wer bestätigt, was du hörst? Die Gabe, was du ausübst, wer bestätigt die Gabe? Ich sehe Leute, die stehen auf und gehen, legen Hände überall draußen, schmeißen Dämonen raus, aber die gehen in keine Gemeinde, die haben keine Pastoren oder kein Team oder niemand. Die gehen nur ihren eigenen Weg. Aber ich sage dir, der Rückschlag des Feindes, wenn du keine Gürtel, wenn du keine Leute rum um dich haben, die dich tragen, viele landen in Psychiatrie. Die Gemeinde sieht deinen Dienst. Die Gemeinde bereitet dich für den Dienst. Das ist die Schule Gottes. Das ist die wahre Bibelschule, gemäß des Wort Gottes. Amen. Mose begegnet Gott zum ersten Mal. Wer weiß wo? Wer weiß wo? Auf dem Berg. Sinai. No, nicht Sinai. Horeb. Sinai. Horeb. Zwei Namen. Ein Berg. Gott begegnet Mose zum ersten Mal in Horeb. Zum ersten Mal im Horeb. Nein. Wo in der Wüste? Im Busch. Das war auf dem Berg. Wir kommen noch dazu. Das war auf dem Berg. Okay. Es ist gut, dass wir zusammen reden, damit wir klar am Ziel kommen. Mose hört von Gott seit seiner Kindheit. Er wächst in einer Familie, wo seine Mutter ihn ständig über sein Volk, über Gott erzählt. Er hört das. Warum? Sein Glaube muss von diesem Gehör entstehen. Denn Mose muss auch umkehren, um zum Volk Gottes werden, um zum Kind Gottes werden. Er muss ständig über das Wort Gottes hören. Aber irgendwann, Gott ruft Mose, in die Wüste zu gehen. Und Mose, wie hat Gott ihn gerufen? Wie hat Gott Mose gerufen? Ha? Nein. Er war in Ägypten. Er war Priester. Er war König. Wie hat Gott ihn berufen? Wie hat er den Ruf Gottes gespürt? Er hat angefangen, diese Sehnsucht nach seinem Volk zu haben. Er hat angefangen, die Last seines Volkes zu tragen. Seine Augen haben sich geöffnet. Er hat gesehen die Schmerzen seines Volkes. Das war der Ruf Gottes. Das war, weißt du, manchmal, wenn Gott dich ruft, etwas zu, du hörst die Stimme nicht, so du fühlst die Last, du fühlst das, du kannst nicht schlafen,
Die Laster in Deutschland sind so schwer, stark. Du geh auf den Knie und Gott komm und offenbar dir bestimmte Dinge. Und Mose hat gesagt, er hat jemanden getötet. Und dieser Tod hat dazu gewiegt, dass er abhaut. Er ging in die Wüste, aber er begegnete Gott noch nicht. Er war in dem Haus Jethro. Er begegnete eine wunderhübsche Frau. Und begegnete der Priester Jethro. Und fing an, bei Jethro zu arbeiten. Amen. Irgendwann ging er sieht auf einem Berg Feuer, donnert oder so. Er geht auf diesen Berg. Was sieht er dort? Was sieht er dort? Ein was? Ein brennender Dornbusch. Ja. Er hat von Gott gehört. Jetzt muss er Gott begegnen. Er kommt auf den Berg. Er kommt nah, um zu sehen. Was hört er? Was hört er? Nimm deine Schuhe von dieser. Amen. In der englischen Version sagt die Bibel sagt, er kehrt um zu schauen. Er kehrt um zu schauen. Ich habe von Gott gehört, aber jetzt meine Augen sehen ihn. Und so sind viele Christen geblieben in der Hören, aber begegnen haben wir ihn nicht begegnet. Denn wenn du Gott begegnest, alles verändert sich in dir. Amen. Deswegen musste Gott alles, was aus Ägypten in Mose war, komplett wegnehmen. Philosophie, Denkweise, Eigenschaften, Gewohnheiten, leg deine Hand hier und so weiter. Und Gott musste, wirf diese Stab auf den Boden. Er sagt, diese Stab. Und dann nimmt er und es wurde der Stab Gottes. Gott verändert alles. Gott tötet alles. Das Alte muss sterben. Das Alte muss zerrissen werden. Das Alte muss entfernt werden. Alles, was böse, alles, was falsche Gewohnheit, alles, was falsch denken. Ich kann nicht reden. Wer hat dir gesagt, du kannst nicht reden? Ich bin doch der Gott, der den Mund geschaffen hat. Ich kann nicht, ich bin unfähig und so weiter. Gott sagt, wer hat dir gesagt, du bist unfähig? Schau mal, wie ich dich jetzt fähig mache. Schau mal, was ich dir jetzt gebe. Er hat an Mose gearbeitet. Mose kam vom Berg. Komplett fair. Komplett fair. Als er vom Berg kam, ist er sofort nach Ägypten gegangen? Nein. Warum? Warum? Gott hat seinen Anteil getan. Ihn alles offenbart. Ihn alles gezeigt. Es ist wie ein Paket, was Gott in dir legt. Aber er musste noch bei Jethro alles, was er bekommen hat, Jethro musste ihn belehren, wie er damit umgeht. Jethro musste Mose belehren, weil Jethro war ein Priester Midian. Er hatte Erfahrung. Er hat Gott jahrelang gedient. Er musste Mose bestimmte Eigenschaften, bestimmte Erfahrung weitergeben. Als er fertig war, Mose ging nach Ägypten. Die Begegnung in Oreb. Die Veränderung Mose. Das erste Mal, wo Mose auf den Berg ging, wer hat ihn dort gebracht? Wer hat ihn dort angezogen? Es war Gott. Deswegen sagt die Bibel, niemand kommt zu Jesus, ohne dass der Vater ihn anzieht. Das erste Mal, wo du zu Jesus gekommen bist, wer hat dich angezogen? Deine eigene Kraft? Nein. Gott hat dich zum Jesus gezogen. Es gibt welche, die sind zu Jesus gekommen, weil dich so krank war. Andere haben Schwierigkeit gehabt. Andere haben Probleme gehabt. Andere haben und so weiter. Aber es gibt andere, die sind noch in der, ich habe gehört. Aber richtig Begegnung haben sie noch nicht. Oder? Ich sag dir das. Es gibt welche, die haben gehört. Und durch die gehört, die haben geglaubt.
Aber eine Begegnung. Es gibt Hören, wie Mose hat seine Kindheit gehört, aber er musste vor diesem Gott stehen. Was war mit der Blinde? Jesus erscheint ihn, heil ihn. Er hat von Jesus gehört. Amen. Aber genau wissen, als man ihn gefragt hat, er hat gesagt, der Jesus. Und dann begegnet er Jesus wieder im Tempel. Es war seine wahrhaftige Bekehrung im Tempel. Amen. Es war seine richtige Bekehrung im Tempel. Und der zweite Begegnung Mose war im 2. Mose, die erste Bekehrung war, Begegnung war in 2. Mose 3, 1 bis 2. Und die zweite Begegnung war am Berg Sinai. 2. Mose 19, Vers 20. Als nun der Herr auf dem Berg Sinai oben auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Moses hinauf auf dem Gipfel des Berges. Und Moses stieg hinauf. Da sprach der Herr zu Mose, steige hinauf und ermahne das Volk, dass sie nicht zum Herr durchbreche, um zu schauen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen macht. Mose aber sprach zum Herrn, das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns bezeugt und gesagt, ziehe eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Der Herr sprach zu ihm, geh hin, steige hinauf, danach sollst du hinaufsteigen und Aaron mit dir, aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen macht. Und Mose stieg zum Volk hinunter und sagte es ihnen, hier zieht Gott Mose hinauf auf den Berg. Amen. Er zieht Gott nicht hinauf an den Berg, sondern er ruft ihn hoch zu steigen. Zum ersten Mal, Gott hat ihn dort eingezogen. Er hat gesehen, Gott hat ihn wie eine Maus mit dem Käse eingelockt wird. Und Mose, ich muss das schauen, wer ist da? Und so, bis er vor Gott stand. Gott sagt, jetzt habe ich dich. So sind wir auch eingelockt worden. Und wir standen vor Gott, jetzt habe ich dich, mein Sohn. Aber dieses Mal, Gott, die Bibel sagt, dass Gott ruft ihn, hochzusteigen. Aber wenn wir die Bewegung Israel in die Wüste sehen, studieren, wir werden niemals sehen, dass das ganze Volk auf den Berg ging. Immer Mose oder Mose mit Aaron, mit Josua und mit der 70. Elder. Aber auf den Berg zu steigen, es gibt Stellungen auf dem Berg. Die gingen nicht alle bis zum Spitze der Berg. Nein. Mose ging irgendwo bis zur Mitte mit der 70. Die Bibel sagt, die aßen vor Gott. Vor Gott. Auf der Mitte. Gott war da. Aber Gott ruft Mose noch zu steigen, noch höher. Und Mose kommt noch auf der Höchste, auf der Spitze. Mit wem? Josua. Und danach, nach 6 Tagen, die verblieben dort 6 Tage. Erst ab dem 7. Tag, Mose wollte ihm Rauch in der im Himmel geholt. Versteht ihr, was ich meine? Die gehen gemeinsam mit der 70 Ältesten. Die bleiben irgendwo in der Gegenwart Gottes. Und dann gehen sie noch eine Stufe höher mit Josua. Josua war immer dabei, bis an der Spitze. Man kann sagen, der Spitze, der Berg ist der Ort, wo Gott ist. Amen. Aber wie gesagt, der Rauch kam und nahm Mose.
Nicht das ganze Volk ist auf den Spitze der Berg gegangen oder auf den Berg gegangen. Warum? Weil in der Mitte des Volks gab es sehr viel Vermischung. In der Mitte des Volks gab es sehr viel Böse. Und die Propheten, die Priester haben immer das Volk repräsentiert. Die waren die, die das Volk immer geheiligt hatte. Die waren immer die, das Volk. Wir sehen in Zacharia Kapitel 3, die wir sagen, ich sah Josua, der Priester, vor dem Thron Gottes mit schmutzigen Gewändern. Warum? Er trug die Sünde des Volkes. Deswegen siehst du Nehemia, er tut Buße, er trägt die Sünde des Volkes. Deswegen siehst du Daniel, er trägt die Sünde des Volkes. Deswegen siehst du Esras, er trägt die Sünde. Wir haben gesündigt, wir haben. In der Tempel, wer dürfte in der allerheilige Ort? Nur die Priester. Und der allerheilige Ort, wenn du das Buch 2. Mose studierst, du wirst merken, es war das Berg Gottes. Denn dort war dunkel. Und jedes Mal, wo da oben der Gegenwart Gottes war, dunkel. Es war dunkel, der Gegenwart Gottes. Ja, Amen. Er hat seinen Spaß, gell? Ehre sei den Herrn. Der Berg Gottes war ein Ort der Begegnung mit Gott. Aber wir sehen, die 70 waren auf dem Berg, aber die waren nicht an der Spitze des Berges. Die waren in der Gegenwart Gottes, aber die waren nicht an der Spitze des Berges. Mose ist immer sehr weit, sehr höher, tief an der Spitze gegangen. Und das ist, was Gott nach uns verlangt. Dass wir nicht mehr uns, weil ich Wunder, Zeichen erlebe, ich sage Gott, ich muss nach mehr streben. Ich möchte mehr an der Spitze der Berge gehen, an der Spitze des Berges gehen. Ich möchte mehr von Gott erleben, mehr von Gott sehen, mehr von Gott erkennen. Amen. Aber dafür, ich muss bestimmte Gesinnungen haben. Wir sehen, wie Mose mit Gott unterwegs war. Wir sehen, wie gehorsam er war. Wir sehen, wie voller Herzen Gott gedient hat. Wir sehen, wie er war ein Mensch des Volkes. Ein demütiger Mensch. Er war ein Fürbitter. Mose hat sich selbst vergessen, wisst ihr das? Er hat sogar seine Frau und Kinder vergessen. Mose hat gedient. Er hat vergessen, dass er Frau und Kinder hat. Bis seine Schwiegervater kam und sagte, hey Mose, ich bin nicht der, bewahre dein Eigentum. Komm und hol dein Paket. Du hast mir den Brautpreis gegeben, ich habe schon gegessen, ich bin satt. Hol deine Frau bitte. Und Mose bekam seine Frau zurück. Er bekam seine Söhne zurück. Er war wahrscheinlich, ja, mein Schwiegervater kümmert sich um meine Frau. Ich brauche nicht mich darum zu kümmern. Mose hat gedient von morgen bis abend, ohne Pause. Jethro sagt, ey, es ist nicht, was ich dir belehrt habe. Du warst in meinem Haus, du hast gesehen, wie ich gedient habe. Mose, wenn du so weitermachst, du wirst früh sterben. Du wirst das Volk ermüden. Wir sehen, wie wichtig ein geistlicher Vater im Leben ist. Wir sehen, wie wichtig die Gegenwart eines Vaters, der kommt, erkennt, auch wenn er alt ist, er erkennt, mein Sohn, wie du gerade deine Frau behandelst, es gefällt mir nicht. Mein Sohn, du hast deinen Sohn fast falsch behandelt. Bitte, du mach ihn kaputt. Geh mal ein bisschen sanft mit ihm. Dein Vater muss dir ein Auto kaufen, gell? Das zweite war, zweite Mal in Sinai, in 2. Mose 24, 1. Und er sprach zu ihnen, steige ihn herauf zum Herrn. Du, Aaron, Nadab, Abihu. Wer war Nadab und Abihu? Die Söhne Aaron, Nadab und Abihu. Die sind die, die später mit fremden Feuer zu tun haben. Die bringen fremde Feuer in dem Haus Gottes und die werden getötet von Gott. Nadab und
Abiu, und betet an von ferne. Aber Mose allein soll sich zum Herrn nahen. Jene sollen nicht, sich nicht nahen, und das Volk soll nicht mit ihnen heraufkommen. Nur Mose allein sollte an der Spitze der Berg gehen. Das dritte Mal war die Anbetung Mose und der siebtige und der älteste. In 2. Mose 24, Vers 12 steigt er wieder hinauf. Das Leben Mose war, bevor er die Stiefhütte baute, er sollte ständig auf den Berg gehen. Bevor die Stiefhütte errichtet wurde. Aber nachdem die Stiefhütte errichtet wurde, Mose war nicht mehr auf dem Berg. Er ging nur einmal, um zu sterben. Gott zeigte ihn auf einen Berg, das Land, und dann Gott nahm ihn. Aber warum? Diese Stiefhütte, Gott sagt ihm, du baut gemäß, was du im Himmel gesehen hatte. Und Mose baute das. Es nahm ungefähr 15 Kapitel, ich denke so 10 bis 15 Kapitel, die Stiefhütte zu bauen. Und als er fertig war zu bauen, errichtet die Priester, die Leviter und so weiter. Und jedes Mal, wo Gott kam, es war in der Spitze. Warum? Weil das Berg Gottes war in der Mitte und bewegte sich mit Israel. Das Berg Gottes war in der Mitte und bewegte sich mit Israel. Das Berg Gottes ist, wo du in Anbetung gehst in dein Herz. Deswegen dürfte ich feststellen, Gemeinde, nicht jeder kann anbeten. Nicht jeder Christ ist wirklich ein Anbeter. Ist ihr euch eingefallen? Ja. Nicht jeder Christ ist ein wahrer Anbeter. Und nochmal, wenn wir manchmal solche Lieder wie Anbetungslieder singen, es gibt Lieder, die bringen die Herrlichkeit Gottes. Es gibt gesalbte Lieder. Es gibt wirklich gesalbte Lieder. Wenn du anfängst, in diese Lieder zu beten, du merkst, dass Gott da ist. Es gibt so Lieder, die damals gesungen wurden in Gemeinde. Die hört man nicht mehr. Man hört mehr so die Hillsong, 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 von morgen bis abends. Aber es gibt Lieder, die unsere Väter im Geist, die Grundfeste der Glaube in Deutschland gelegt hat, die gesungen haben. Amen. Ich freue mich, wenn ich solche alte Lieder, auf Französisch sagen wir, Dieu tout puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, dann jaucht mein Herz. Kennt ihr das Lied? Ich höre diese solche Lieder selten in Gemeinde. Ja. Dann jaucht mein Herz. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dein jaucht mein, wenn du Gänsehaut haben möchtest. Ja, das sind Lieder, die Gänsehaut. Ich meine in gutem Sinne, gell? Das sind Lieder, wenn man das mit Musikinstrument alles zusammen singt. Du siehst den Thron Gottes kommen. Du siehst die Gegenwart Gottes, der Gegenwart Gottes. Es gibt solche Lieder. Wenn man das singt, ja, es passiert Sachen in der Übernatürliche. Wenn man das in der Mitte einer Stadt laut singt, die Geister in der Stadt titeln. Warum? Es sind so gesalbte Lieder. Wenn du manchmal betrübt, angegriffen bist, sing solche Lieder. Du wirst merken, die Atmosphäre sich in deinem Haus verändern. Denn du bist auf dem Berg Gottes durch solche Lieder. Die tragen dich, die transportieren dich auf dem Berg Gottes. Amen. Dann geht noch Mose zum vierten Mal, zum fünften Mal an der Sinai. Aber es gibt einen Mensch, zum Schluss, ich bin fast am Ende. Er wollte auf den Berg Gottes steigen. Aber er war nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Warum wollte er steigen? Seine Gesinnungen waren sehr, sehr falsch. Kennt ihr diesen Mensch? Der König Tyrus. Der König Tyrus hat sich entschieden, ich werde meinen Thron nehmen, auf den Berg Gottes legen.
Warum? Er wollte gleich wie Gott sein. Er wollte das gleiche Herz. Er wollte dieselbe Anbetung. Er wollte dieselbe Sache wie Gott haben. Deswegen hat er sich gedacht, ich nehme meinen Thron. Ich bezahle den Preis nicht. Ich bin nicht bereit, die Wege der Umkehr, Bekehrung und so. Nein, ich bin nicht bereit, meine Sünder zu verdichten. Ich möchte nur auf den Berg. Ja. Ich bin nicht bereit, mein Ego zu verlassen. Ich bin nicht bereit, meinen Zorn zu verlassen. Mein Stolz. Ich bin nicht bereit zu vergeben, aber ich möchte auf der Spitze der Berg gehen. Wir lesen Ezekiel 28. Ezekiel 28. Seid ihr dabei? Vers 2. Menschensohn, sprich zu den Fürsten von Tyrus. So spricht Gott der Herr. Weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast, ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer. Da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist, und weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hast. Siehe, du warst weise als Daniel. Kein Geheimnis war für dich im Dunkeln. Durch deine Weisheit und dein Verstand hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deine Schatzhäuser aufgehaut. Durch deine große Weisheit und deine Handeln hast du dein Reichtum gemehrt. Und wegen deines Reichtums hast du dein Herz überhoben. Darum spricht Gott der Herr, so, weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hast, darum siehe, will ich Fremde über dich bringen, die gewalttätigsten Völker, die sollen ihr Schwerter gegen die Pracht deiner Weisheit zücken und deine Glanz entweihen. Und die Grube werden sie dich hinabstoßen und du willst den Tod eines erschlagenen sterben mitten im Meer. Willst du dann angesichts deiner Mörder auch noch sagen, ich bin Gott? Da du doch ein Mensch und nicht Gott bist, in der Hand derer, die dich durchbohren, den Tod, der unbeschnitten willst du sterben. Durch die Hand der Fremde, ja, ich habe es gesagt, spricht Gott der Herr. Weiter erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Vers 14. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf den heiligen Berg Gottes und du wanderst mitten unter den Feuersteinen. Du warst vollkommen in deine Wege am Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine viele Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schüttender Cherub, aus der Mitte der Feuersteine vertilgt. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzen willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor dem König zum Schauspiel gemacht. Mit deiner vielen Missetaten durch die Ungerechtigkeit deines Handels, dass du deine Heiligtümer entweiht. Da ließ ich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzerrte und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen aller, die dich sahen. Halleluja. Der König Tyrus ist ein Bild, eine Repräsentation von Satan. Amen. Wenn man das noch mehr verstehen möchte, kann man im Jesaja 14 lesen. Er war auf dem Berg Gottes. Er hat Gott gedient. Er wurde von Gott geschaffen. Wenn man die Bibel betrachtet, es war das wunderbarste Schöpfung, was Gott geschaffen hatte. Es war das Schönste, was Gott geschaffen hatte. Wenn ihr studiert, er hatte wie viele Steine? 10 Steine.
10 Steine. In der Bibel, man redet, Jerusalem hat 12 Steine. In der Epho, der Priester, gab 12 Steine. In der Gegenwart Gottes gibt es 12 Steine. Er hat 10, er hat nicht 12 gehabt. 2 Steine bewahr Gott für sie. 10 Steine hat er. Er war erfüllt mit Herrlichkeit. Er war voller Pracht. Er hat geleuchtet. Aber er hat sich gedacht, ich kann seine Stelle übernehmen. Ich kann auf der Spitze der Berge herrschen. Ich kann meine Regierung bauen. Und dadurch hat er Engel dazu in diese Rebellion gerissen. Und in Offenbarung 12 sagt die Bibel, seine Platz, seine Stelle wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Warum? Auf dem Berg Gottes gibt keine Rebellion. Auf dem Berg Gottes wird keine Rebellion geduldet. Keine Überheblichkeit geduldet. Keine Stolz geduldet. Keine falsche Geschäfte geduldet. Ist der Herr über falsche Geschäfte. Weißt du, wer über Geschäfte in der Welt regiert? Satan. Wenn du Geschäftsmann bist und du erreichst bestimmte Erfolg, irgendwann wirst du Satan begegnen. Geschäftsmänner, irgendwann wird Satan dir begegnen. Es gibt zurzeit sehr selten Multimillionäre, die nicht in falsche Bündnisse sind. Warum? Der Feind kommt und bietet Menschen Sache an. Wenn du anfängst, Gott zu dienen, du bist begabt, du bist berufen, irgendwann kommt Satan und bietet dir Gabe, Sache an. Jeder, der Gott dient, irgendwann wird Satan kommen und dein Stolz anregen, deine Überheblichkeit anregen. Er wird versuchen, alles anzuregen, um dich von der Wege Gottes, von der Berge Gottes, genauso wie er abgestürzt wurde, er möchte dich von der Berge Gottes, von der Berg Gottes holen. Ja, er wird versuchen. Er wird versuchen. Ich nehme ein Beispiel. Unsere Schwester ist sehr begabt. Die kommt in der Gemeinde, die fängt an zu prophezeien, mit Präzision. Aber wenn Stolz nicht bearbeitet wurde, wenn Bitterkeit noch irgendwo versteckt ist, wenn Zorn und Vergebenheit, der Satan weiß das. Er weiß in Jonas, er hatte seine Eltern nicht vergeben. Ich kann dadurch diese Fenster eintreten und seine Begabung kontrollieren. Jonas ist begabt. Er dient den Herrn. Er kommt in der Gemeinde. Er predigt. Wow. Leute verändern sich. Wow. Aber Bitterkeit ist da. Was macht der Satan? Er dringt durch die Tür der Bitterkeit. Jonas, eigentlich bist du der beste Prediger hier. Keiner predigt gut wie du. Jonas, du brauchst nicht heute in der Gemeinde zu gehen. Die müssen ein Limousin schicken, um dich zu holen. Wenn die nicht abholen, gehst du nicht in der Gemeinde. Oh Jonas, du siehst, wenn du nicht da bist, wer kann so gut predigen? Keiner kann so gut predigen. Weißt du, du warst letzte Mal im Ungarn, 10.000 haben sich bekehrt. Du bist in Asien, wow, 5.000. Wow, wer hat das schon in der Gemeinde hier getan? Keiner. Ich sagte Jonas, du kannst noch viel, viel erleben. Geht raus aus der Gemeinde, baut deine eigene Gemeinde. Du wirst viele Leute haben, mehr wie hier. Tu das, Jonas. Sei nicht so ein Feigling. Gott ist doch bei dir, du hast doch die Begabung. Was macht Jonas? Er antwortet nicht zurück an den Feind. Er geht nach Hause. Die Same ist schon da. Und dann Jonas kommt in der Gemeinde. Jonas, du predigst. Ich habe keine Lust zu predigen. Jonas! Der Pastor nicht da, du predigst. Ah, nein, ich predige nicht. Bitte, okay, ich predige. Wenn bitte. Ah, oh, die haben bitte gesagt, okay, ich gehe predigen. Der Satan ist schon drin. Er ist schon drin. Jonas spielt sehr gut Keyboard. Oh, Jonas, du weißt, wenn du nicht Keyboard in der Gemeinde spielst, ist Lobpreis tot, gell? Oh, ich bin der Jonas. Wenn ich nicht Keyboard in der Gemeinde da spiele,
Leute kommen dir zu Besuch. Ah, Jonas, wir haben gesehen, du spielst Keyboard. Ja, ich spiele Keyboard. Jonas, wow, wie du spielst. Ja, ich weiß, ich spiele sehr gut. Ah, Jonas, wir können dich mal einladen. Wie viel bezahlt ihr? Wir geben dir 5.000. Oh, ich komme. Die Gemeinde ruft, Jonas, wo bist du? Komm, du spielst doch. Ah, ich habe keine Zeit, bin krank. Lüge kommen schon. Warum? Ist schon da verfälscht. Jonas ist in der Gemeinde, der Pastor ist ein kleiner Pastor mit vielleicht 50 Mitgliedern. Ein anderer Pastor ruft Jonas, meine Gemeinde hat 3.000 Mitglieder. Hast du Lust, vor 3.000 zu spielen? Du bist doch in einer kleinen Gemeinde. Ah, 3.000. Tabernakel, wie viel? 50. Die Herrlichkeit Gottes ist bei 3.000, nicht bei 50. Das ist doch, wo mehr sich treffen. Und Satan sagt, wo mehr sich treffen, im Namen Jesus, er ist da. Nicht mehr wo 2 oder 3, sondern so, wo mehr. Er verfälscht schon das Wort. Jonas sieht 3.000. Jonas, wo bist du? Ach, ich komme nicht heute. Er ist bei 3.000. Nächste Woche. Jonas, wo bist du? Ach, ich bin unterwegs. Er ist bei 3.000. Das Herz ist schon verfälscht. Und dann schreibe ich, Pastor, ich wollte dir sagen, dass ich nicht mehr zu der Tabernakel gehört. Ich bin dort. 3.000. Er kommt bei 3.000, er ist hoch geputscht. Ja, irgendwann Satan hat dich gebraucht. Was passiert? Seine Frau sagt, Gott zeigt mir, dass du die falsche Entscheidung getroffen hast. Wir müssen zurück. Nein, hier 3.000, die Ehre ist so groß. Was werden Leute denken? Was sagt er? Er denkt jetzt, was Leute denken. Er kann nicht mehr zurück. Seine Frau sagt, wenn du nicht zurückkommst, ich gehe. Plötzlich, was passiert? Zu Hause, Streit, Kämpfe. Der Dienst, das Feuer, was Gott ihm gegeben hat. Puff. Und dadurch, dass er keine Feuer mehr hat, er spielt in der Gemeinde von 3.000, er bewegt Emotionen, der Geist Gottes ist nicht da. Dadurch, dass der Pastor von 3.000 ihn korruptiert hat, die Schlange ist in der Gemeindebewegung. So passiert oft mit Gott. Wenn Gott dir sagt, du bist bei Parfait, du bist der Sohn Parfait, bleib da, auch wenn die Gemeinde klein ist. Auch wenn die Gemeinde keinen Durchbruch erlebt. Vielleicht ist Gott an Schrauben irgendwo. Und manchmal gehen Leute, wenn die Herrlichkeit dabei ist, zu kommen. So war bei Satan sein Herz. War Trug, war voller Falschheit. Er hat Gott gesehen mit der ganzen Herrlichkeit, er war neidig auf Gott. Er hat Gott gesehen mit der Majestät, er war neidig. Er wollte auf dem Berg Gottes sitzen, ohne sich vor Gott zu demütigen. Er wollte auf den Berg Gottes gehen, ohne den Preis zu zahlen. Er wollte auf den Berg Gottes zu gehen, mit versteckter Sünde, mit versteckter, falsche, böse Gesinnung. So ist es in der Gemeinde bei vielen Christen. Die wollen auf den Berg Gottes gehen, aber die Gedanken sind falsch, die Gesinnung sind falsch, das Herz ist falsch, aber die wollen auf den Berg Gottes gehen. Auf dem Berg Gottes kann Tod geben. Auf dem Berg Gottes kann Zerstörung geben. Wer kann auf dem Berg Gottes gehen? Satan hat gedacht, ich kann dort gehen. Ich kann dort machen, was ich will. Gott hat erlaubt, er hat dort gelebt. Aber ab dem Moment, wo seine Gesinnung sich verändert hat, ab dem Moment, wo sein Herz falsch war, auf dem Moment, wo Rebellion in ihm war, auf dem Moment, wo Überheblichkeit, wo Stolz, Gott sagt, hier, sowas wollen wir nicht. Er wurde hinabgestoßen. Ab dem Moment, wo du anfängst, dich zu überheben, du wirst hinabgestoßen. Ab dem Moment, wo du denkst, du bist etwas, du wirst hinabgestoßen. Ab dem Moment, wo du der kleine Gemeinde war, der geputzt, jetzt bist du Prophet und du denkst, du hast was erreicht und erlebt, du wirst hinabgestoßen. Ja,
Der Dienst hat mit Demut dein Leben lang. Der Dienst hat mit Sanftmut dein Leben lang. Der Dienst hat mit Langmut dein Leben lang. Der Dienst hat mit Gehorsam dein Leben lang. Der Dienst hat mit Liebe dein Leben lang. Der Dienst hat mit Geduld dein Leben lang. Der Dienst hat mit der Eigenschaft Gottes. Die Bibel sagt, sei gleichgesinnt wie Jesus Christus. Er war Gott gleich, aber er nahm das nicht als Haupt, sondern er unterordnet sich. Er demütigt sich bis an Tod am Kreuz. Philipper, ich denke, 2. Demut, Sanftmut, Geduld, Langmut, die Werke des Geistes. Arbeitet daran. Alles, was an Bitterkeit, Zorn, Wut, Überheblichkeit, alles, was an Werke des Fleisches ist, bring das am Kreuz. Töte das. Lehn das ab. Wenn du manchmal Gedanken hast, du bist besser wie den anderen, das ist der Feind. Wenn du manchmal Gedanken hast, keiner kann ohne dich, das ist der Feind. Wenn du Gedanken hast, du bist unersetzbar in der Gemeinde, das ist der Feind. Wenn du Gedanken hast, du bist der Größte, du bist der Stärkste, das ist der Feind. Wenn du Gedanken hast, dass du ständig andere anklagst, dass du neidig bist, das ist derselbe Gedanke, was der Feind hat und wollte auf den Berg Gottes gehen und war nicht bereit, den Preis zu zahlen. Er war nicht bereit, sich zu demütigen. Er war nicht bereit, alle Falschheit abzulegen. Wer darf auf den Berg Gottes gehen? Diese Frage musst du damit nach Hause gehen. 7 Dinge hatte er. Seine eigene Herrlichkeit suchte er. Er hatte Stolz. Reichtum haben ihn verloren. Seine Weisheit und Verstand, sagte der Text, seine Weisheit und Verstand. Und dann seine große Weisheit, sagt die Bibel danach noch. Dann seine Lüge, seine Handelgeschäft. Was ist das große Geschäft des Feindes heutzutage? Seelengeschäft. In der Sichtbare, so wie in der Sichtbare. Das ist das größte Geschäft der Feinde zurzeit, die Seele. Offenbarung 18. Liest du, er macht Geschäft mit Gold, Silber, Geld, Holz, alles und mit Seele. Wie ist das? Die Seele. Er wird alles tun, dass deine Seele Falsches bewegt, damit er Geschäfte mit deiner Seele macht. Er macht Geschäfte mit deinen Emotionen. Er macht Geschäfte mit deinen Gefühlen. Er macht Geschäfte mit deinen Gedanken. Das ist die Seele. Er tötet Seele, er opfert Seele, ja, er opfert Seele. Ich habe 4 Leute vor kurzem gebetet, der Mann wurde geopfert, er ist tot gestorben. Ich habe erlebt, in meiner Kindheit, unser Nachbar war in einem okkulten Bund, er hat mindestens 6 seiner Kinder geopfert. Jeder Dezember ist ein Kind gestorben, jeder Dezember, er musste opfern. Eine Frau kam für Seelsorge und sagte, ich musste meinen Sohn opfern in unserem Hexenbund. Wir haben andere gegessen, wir müssten für meinen Sohn auch essen. Wisst ihr das? Es ist doch biblisch bewiesen. Die haben ihre eigenen Kinder gegessen. Und denkst du, in Hexerei, die essen auch ihre eigenen. Was bedeutet Hexerei? Die Bestimmung, jemanden zu klauen. Die Bestimmung, jemanden zu beeinflussen. Die Bestimmung, jemanden zu töten. Wenn du dich falsch mit Hexe verbindest, die tötet deine Bestimmung. Eine Hexe kann hier sein, der bindet sich mit deiner Seele, er tritt in dir, kontrolliert dich. Weißt du das? Jemand, der Hexerei treibt, du verbindest dich mit ihm, er tritt in dir. Und fängt an, falsche Entscheidungen zu treffen, falsche Gedanken zu haben, depressiver zu sein, aggressiv zu sein. Warum? Ein Menschengeist ist in dir, kontrolliert deine Bestimmung. Viele Christen sind erfüllt von Menschengeist. Dein Opa, der okkult ist, kann durch deine Seele in dir eintreten. Deine Familie mit
Kräfte, die okkulte sind, können in deine Seele eintreten, deine Seele kontrollieren. Es ist biblisch bewiesen. Dieser Vater, der zu Jesus kam und sagt, mein Sohn ist mondsüchtig. Lies das in Matthäus, lies das in Lukas, lies das in Markus, du wirst Erkenntnis. Lies nicht nur in Matthäus, lies in den drei, du wirst Erkenntnis haben. In einer, ich denke Markus, sagt er, wenn der Geist ihn verlassen möchte, er wirft ihn in Feuer. Dämonen verlassen, Leute? Wo hast du gesehen, ein Dämon verlässt jemand? Wenn Dämon in dir ist, hat er Lust, dich zu verlassen. Matthäus 12, 43. Wann verlässt ein Dämon, wenn man ihn austreibt? Und wenn er rausgeht, er kommt zurück, schau, ob das Haus gesäubert ist. Aber Menschengeist verlassen, wollen die nicht verlassen. Menschengeist, wenn die in dir sind, das Ziel ist, dich zu töten. Das Ziel ist, deine Bestimmung zu rauben. Das Ziel ist, die sehen in deine Zukunft. Die sehen, dass in dir Großes ist. Und wollen dich zerstören. Das sind Menschengeist. Menschengeist sind Geister von Menschen, die leben oder tot sind, aber die in bestimmter Situation in dir eingedrungen sind und kontrollieren. Aber das Problem ist, Menschengeist können nicht ewig in dir leben. Die gehen, kommen, gehen, kommen, gehen, kommen. Warum? Die müssen zurück in ihre Körper. Sonst sterben die. Um ständig in dir einzudringen, Menschengeist brauchen tote Geister. Die brauchen tote Geister. Deswegen, wenn du Menschengeist in jemand siehst, du musst erstmal den toten Geist rausschmeißen, Ablehnungsgeist rausschmeißen, weil tote Geist sind Türbewacher. In der Befreiung gibt es die sogenannte Türbewacher. Wisst ihr, wo Türbewacher bleiben? Hier im Hals. Deswegen betest du für jemanden, das Hals wird dick, stark, dick, so. Die sagen nein. Und Menschengeist, wenn du einen Menschengeist austreiben möchtest, du siehst, er macht so. Ich gehe vor der Kamera. Menschengeist, wenn du jemanden, einen Menschengeist austreiben möchtest, er fängt an so zu machen. Menschengeist erkennt man durch diese Bewegung oder durch die Augen, die anfangen zu zittern, Das bedeutet, ein Hexe ist in der Person und kontrolliert das Leben der Person. Und mit sowas verhandelt man nicht. Man handelt gegen sowas. Und so macht Satan Geschäfte mit Seele. Warum? Er weiß, er war auf dem Berg. Er weiß, wie es dort aussieht. Er weiß, wie schön auf dem Berg Gottes ist. Er will nicht erlauben, dass einer von uns dort bleibt. Deswegen sind wir im Kampf. Bis zur Rückkehr, Jesus, du bist im Kampf. Entweder kämpfst du oder willst du bekämpfen. Die Bibel sagt, verflucht sei der sein Schwert von dem Kampf zieht. Man hat uns nicht belehrt zu kämpfen. Man hat uns belehrt, Gnade, 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 Liebe, Gnade. Nein, wir sind im Kampf. Und du sollst ausgerüstet werden, im Kampf einzuziehen, um die Böden deiner Leben zu erobern. Du musst kämpfen, damit du ständig, du permanent auf den Berg Gottes kommst. Es gibt jemanden, er will dich immer rausnehmen aus dem Berg Gottes. Warum? Er hat es verpasst. Er sah im Garten Eden. Er sah Mensch, die geschaffen wurde. Die sahen wie Gott. Die waren ähnlich wie Gott. Er wusste, dort oben habe ich nicht geschafft, Gott seine Stelle zu nehmen. Hier im Eden, ich werde es schaffen. Er hat einen Plan geschmiedet. Satan, die Schlange. Er hat den Mensch gesehen mit Eigenschaften Gottes. Ähnlich wie Gott. Er wusste, entweder ich handeln oder die werden gegen mich handeln irgendwann. Ab dem Moment, wo du dich bekehrst, Satan weiß, du bist im Garten Eden Gottes. Entweder er nimmt dich da raus oder du wirst ihn zerstören. Deswegen hat er die Augenmänner Gottes blind, damit die ihn nicht erkennen. Deswegen hat er die Augen der Dienste blind, damit er seine Geschäfte in der Gemeinde macht. Aber hier in der Tabernacle Church, Satan hat keine Möglichkeit, seine Geschäfte zu machen. Solange wir leben, er wird nicht vor uns bestehen. Wir werden ihn von Ferne sehen. Wir werden ihn erkennen. Wir werden seine Samen zerstören. Wir werden seine Agenten entblößen. Wir werden seine Werke töten. Satan, du hast
nicht hier auf dem Berg Gottes zu suchen. Wir sind auf dem Berg Gottes. Wir bleiben auf dem Berg Gottes. Wir werden bleiben. Wir werden fest sein. Wir werden beständig sein. Wir werden durchbrechen. Ob es dir gefällt oder nicht, wir schaffen das. Du sollst ihm sagen, ich werde auf dem Berg Gottes beständig bleiben. Ich werde es schaffen. Deine Depression wird nicht gegen mich sein. Deine Krankheiten, deine Unfälle, deine Angriffe werden nicht bestehen. Ich werde es schaffen. Ich werde fest auf dem Berg Gottes bleiben. Denn es ist, wo ich bestimmt bin, auf dem Berg Gottes zu leben, gemeinsam mit Gott zu wandern, durchzubrechen, im Namen Jesus Christus. Armut wird mich nicht von dem Berg Gottes holen. Krankheiten werden mich nicht hindern, auf dem Berg Gottes zu bleiben. Mose war ab und zu, aber wir sind permanent auf dem Berg Gottes. Halleluja. In dem Alten Testament, die kommen runter. Die ging, aber wir leben auf dem Berg Gottes. Deswegen heißt es, wir sind mit ihm in der himmlischen Region versetzt. Halleluja. Oh, ich brauche ein fettes Amen. Wir sind mit ihm auf der himmlischen Region versetzt. Oh, du bist nicht irgendjemand. Du bist nicht irgendjemand. Du bist eine Priester. Du bist ein König. Du bist berufen zu regieren. Wo sind die Könige in Mannheim? Wo sind die Könige? Wo sind die Adler? Wo sind die Durchbrecher in Mannheim? Wir werden diese Stadt erobern. Wir werden diese Nation erobern. Wir werden das Reich Gottes in Mannheim bringen, in Deutschland bringen. Wir werden das Reich Gottes in diese Nation rufen. Denn Gott regiert. Gott sitzt auf dem Berg. Gott ist der Mächtige. Gott ist der Herr der Herrscher. Gott ist der Durchbrecher. Keiner darf dir deine Stellung nehmen. Von nun an. Keiner darf dir deine Stellung nehmen. Kein Mensch, kein Geist darf deine Stellung nehmen. Denn du bist berufen von Gott, auf den Berg zu gehen, weil du die Eigenschaften Gottes hast, weil Jesus in dir ist. Deswegen darfst du auf dem Berg bleiben. Wenn du die Eigenschaften Jesus Christus nicht hast, wenn Jesus nicht in dir hast, bist du darfst nicht auf dem Berg Gottes. Wer darf auf dem Berg Gottes? Alle, die die Eigenschaften Jesus Christus, alle, die aussehen wie Jesus Christus, alle, die Jesus als Erlöser und Erretter haben, alle, die errettet sind, alle, die gemeinsam mit Jesus Christus laufen, die dürfen auf der Spitze der Berg, die dürfen auf der Berg mit Gott sein. Du darfst gemeinsam, die Bibel sagt, die war vor Gott, die aßen gemeinsam mit Gott. Halleluja. Oh, Mose war vor Gott. Die Bibel sagt, nach 6 Tagen, der Gegenwart Gottes kam und Mose wurde im Himmel entrückt. Halleluja. In der Gegenwart Gottes. Es ist wo der Tabernakel sah, die Hütte sah. Er sah alles. Er sah Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Er sah Jesus Christus in der Pracht seiner Majestät. Er sah Jesus Christus gekrönt. Er sah Jesus als Sieger. Er sah Jesus als König, als Löwe Juda. Er sah Jesus als Lamm Gottes, der geschlachtet wurde. Er sah Jesus Christus als Regierender Gottes. Er sah Jesus Christus. Oh, er sah Jesus über Deutschland. Mose hat Jesus über Deutschland gesehen. Mose hat Jesus über Europa gesehen. Mose hat Jesus über deine Familie gesehen. Mose hat Jesus in dein Haus gesehen. Jesus Christus, Halleluja. Mose hat sich vor Jesus gebeugt und er hat Israel gesagt, ich sah ein Prophet da oben, wie ich, er wird in der Nachkommen der Zeit kommen, gehorch ihn, er ist nicht irgendwelcher Prophet, er ist der Prophet der Propheten, er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herrscher. Jede Knie wird sich vor ihm beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er der einzige wahre Gott ist. Es gibt keinen anderen Gott wie Jesus Christus. Es gibt keine andere Herrscher wie Jesus Christus. Es gibt keine andere Regierende wie Jesus Christus. Meine Seele, lobe den Herr. Mekatare bokata ya baba baba seye. Mekatore baba 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 shete robo sata ya. E katare baba 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 baba. E e e. Ba
Shatorobokoria Baba. Ekatore Bakato Shetekerima Shoto. Ikatere Baba 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 Seterebos. Oria Baba 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 Seterebo Sete. Eba Baba 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 Seterebos. Etara Baba 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 Seterebebebebebe. Oh, bete, bete, Herr, du bist auf der Spitze der Berge. Du bist in der Gegenwart Gottes. Halleluja. Du bist an der Ort der Heilung. Du bist an der Ort der Freiheit. Halleluja. Mose war 40 Tage auf dem Berg. Und es war nicht genug. Er ging wieder 40 Tage. Der Gegenwart Gottes ist der Ort, wo du keine Hunger nach den Werken der Welt hast. Der Gegenwart Gottes ist der Ort, wo die Werke der Welt dir nicht mal gefallen. Wo du keine Lust mehr hast, in der Werke der Welt zu bewegen. Oh, bleib hier im Raum, bleib hier im Raum. Maria, Baba, 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 Baba. Ba. Komm ein bisschen nah, komm ein bisschen nah. Oria, Baba, 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 Seterebo. E, Baba, 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 Satorebo. E, Kantore, Bakanto, Ye, Baba, Baba. Nina, komm ein bisschen nah. Roland, ein bisschen nah. Koria, Baba, Baba. E, Kantore. Reba canta shatorebos ia baba ba shetera baba ba matoreba canto shetereboss o baba ba setereberia baba ba ye katoreba shatara baba 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 me kataria baba 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 hebe di hande o beten zunge beten zunge beten zunge beten zunge. Die Herrlichkeit Gottes ist da. Wir sind an der Spitze der Berg. Wir sind an der Spitze der Berg. Wir sind an der Spitze der Berg. Eba, ba, ba, ba. Ruf Gabriel, ruf Daniel, ruf alle, die müssen hier rein. Masete raba ketasha. Mekatore bakato shata ya baba. Ekatori ba yo shatore bosa. Eba, ba, 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 ba. Shotore bosa ya baba baba. Mekatara ba satare ba ya baba baba. Mekateri ba ya shatara baba ba. Bete im Geist, halleluja. Oh, shatare bakata ya ba 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 ba, maketeri baria shatara ba 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 ba, mekatara ba 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 ba, shetere bush, Maria ba 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 ba, shatara ba, mekatara ba 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 ba, shetere bush, eh katore bush shataya ba 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 ba, masentere baria shantoro bo, bete God an, bete God an, bete God an. Bete Gott an, bete Gott an. An der Spitze der Berge ist der Ort der Anbetung, Halleluja. Ist der Ort der Anbetung, Halleluja. Ist der Ort der Anbetung, Halleluja. Aba ba 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 satara ba ba ba. Eh ba 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 ba. Me satare ba katore be 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 be. Me katara ba 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 shetere be, maya ba 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 bete 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 bete. Ich sehe eine Tür der Visionen offen. Ich sehe eine Tür der Visionen. Sehe die Himmel offen. Oria ba 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 shetere bos. E katakaria katakata shatara ba. E katore ba karia shatare borio sheria ba ba. Oh, die Augen sind offen. Die Visionen sind offen. Wir bleiben diese Eigenschaft, die Atmosphäre, Halleluja. Oh, ba 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 ba. Die Dämonen dürfen nicht an der Spitze der Berg. Die müssen ausfahren aus deinem Leben. Die müssen deinen Körper verlassen. Die Krankheiten müssen deinen Körper verlassen. Die Hindernisse müssen deinen Körper verlassen. Die Blockade müssen deinen Körper, wenn du schreien möchtest, schrei. Schrei, die müssen ausfahren aus deinem Körper. Die müssen dein Leben verlassen, Halleluja. Ma ba 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 setere be 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 be. Ma katare baria shatara ba 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 ba. Die Herrlichkeit Gottes ist in dieser Ort. Der Gegenwart Gottes ist da, Halleluja. Oh, der Blindheit wird entfernt, der Blindheit wird entfernt. Der Magen, Südjas, die Magenprobleme. Ich sehe den Magen, der wiederhergestellt wird. Die Magenschmerzen verschwinden. Die Magenschmerzen verschwinden. Die Magenschmerzen verschwinden. Ich sehe Depression aus einem Leben, wie ein dunkler Geist ausfahren. Ich sehe Depression jemand verlassen. Ich sehe Depression jemand verlassen. Oh, ba, 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 ba
Keine Schmerzen kann auf dem Berg Gottes bleiben. Keine Blockade. Oh, Baba, Baba, sete, be, 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 be. Oh, ja, ba, 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 satara, ba, 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 eh, ba, 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 shetere, be, 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 oh, ja, ba, 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 satara, ba, ba, me, kantore, ba, 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 shetere, be, 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 ma, tore, ba, satara, ba, karia, shata, me, kantore, ba, satore, bo, shaya, ba, 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 die Kraft Gottes ist hier, Halleluja. Die Kraft der Anbetung ist hier, Halleluja. Die Kraft der Durchbruch ist hier, Halleluja. Ey, Kataya Bakotore, Baba, 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 Baba. Ich sehe etwas aus dem Bauch jemand rauskommen. Nach oben gehe und rauskommen. Ich sehe ein dunkles Wesen aus dem Bauch, aus der Gebärmutter. Aus der Gebärmutter, aus der Gebärmutter. Ich höre Krebs kommen aus der Gebärmutter. Krebs kommt aus der Gebärmutter. Aba ba 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 shetere ba 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 shere be 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 be. Oh ria kandore bo shamate ekata ekatore sata yaba ekatori baria katosh ekatore ba 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 ekatori ba shetere bos ekatare ba kata kashoto ekatore ba kato yaba ba 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 seteke ekatosh ataka ekatore ba kata shato ekatora kata seteke ekatori ba kato shata ekatoria ba ba ba. Du wirst nicht sterben, sondern leben. Denn der Herr sagt, ich habe weitere Jahre Zeugnis mit dir. Denn der Herr sagt, ich habe noch nicht mit dir angefangen. Ich habe noch nicht mit dir angefangen. Ich habe noch nicht mit dir angefangen. Genauso in nächstes Jahr. In derselben Zeit. Du wirst Wunder und Zeichen erleben. Dein Leben wird ein großes Zeugnis für dich sein. Denn ich habe vor, mit deinem Leben Menschen zu erretten. Ich habe vor, mit deinem Leben Menschen zu heilen. Sei geheilt. Vollkommen geheilt. Vollkommen geheilt. Vollkommen geheilt. Depression. Depression. Ich rufe dich von der Tiefe deines Schlafs. Wach auf und geh! Wach auf und geh! Wach auf und verlasse ihn. Verlasse ihn und komm nie wieder. Der Tod kommt von der Tiefe deinem Bauch. Der Tod verlässt dich gerade. Der Tod wurde auf dein Leben 10-mal gesprochen. Der Tod verlässt dich gerade. Der Tod verlässt dein Leben gerade. Koria ba 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 sete. Koria ba ba ba, leg deine Hand auf ihren Bauch. Ich sehe etwas, die sie blockiert. Er wird jetzt auf drei aus ihrer Gebär. Ein Flug wurde deklariert. Und dieser Flug bewegt sie wie ein Geist und blockiert ihre Entwicklung. Auf drei, du musst aus ihrem Leben ausfahren. Eins, zwei, drei, raus im Namen Jesus Christus und komm nie wieder. Und komm nie wieder. Und komm nie wieder. Und komm nie wieder. Deine Werke sind zerstört. Deine Hindernisse sind zerstört. Deine Blockade sind zerstört. Denn die lebt auf dem Berg Gottes. Denn die lebt auf dem Berg Gottes. Verlasse sie jetzt. Ja, dann geh raus. Geh auf Klo. Schnell, schnell, schnell. Er geht raus, er geht raus. Er geht raus, er geht raus. Er geht raus, er geht raus. Leg deine Hand in der Unterleib. Diese Magenkrebs muss ausfahren. Ich gebe dir bis drei. Du hast angefangen, dich zu entwickeln. Und blockiert ihre Unterleib. Eins, zwei, drei. Geh! Geh! Die Werke der Verhexung
Verlassen dein Körper jetzt. Verlassen dich jetzt. Diese ständige Schmerzen werden nicht mehr erscheinen. Durch die Hand Gottes, diese Hexerei, was über dein Leben proklamiert wurde, wir töten seine Wege, wir entmachten ihn auf den Thron Gottes und wir gebieten ihn, dein Körper zu verlassen. Geh und komm nie wieder. Geh, geh jetzt. Geh, 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 geh. Durch das Blut Jesus Christus. Du wirst diese Krankheit nicht erleben. Du wirst diese Krankheit nicht erleben. Und keine Krankheit wird dein Leben kontrollieren. Keine Werke Satan wird dein Leben kontrollieren. Jede Generation Fluch über deine Bestimmung, über dein Nachkommen ist von nun an zerstört und gebrochen. Im Namen Jesus, Generation Fluch ist gebrochen. Generation Fluch ist gebrochen. Die Werke Satan sind zerstört. Danke, Vater. Komm auf den Berg Gottes. Jeder Geist, der nicht auf den Berg Gottes steigen kann, muss diesen Körper endgültig verlassen. Ich gebe euch bis drei, denn der Bruder ist auf dem Berg Gottes. Eins, zwei, drei, fahre raus. Fahre raus. Fahre raus. Denn euer Widerstand ist gebrochen. Ist gebrochen. Ist gebrochen. Ist gebrochen. Fahre raus. Wach auf und geh. Im Namen Jesus. Damit er vollkommen die Begabung Gottes sich manifestieren. Damit der Dienst Gottes vollkommen in ihn sich manifestiere. Fahre raus. Du darfst sein Leben nicht blockieren. Er gehört dir nicht. Er gehört dir nicht. Er gehört dir nicht. Du bist ein Lügner. Du bewegst dich jetzt nach oben. Bei drei. Bei drei. Du wirst diesen Körper verlassen. Eins. Zwei. Drei. Raus jetzt im Namen Jesus Christus. Danke, Vater. Komm raus. Komm raus. Im Namen Jesus, jede Erbe ist gebrochen, jede Erbe ist zerstört, jede Erbe verlasse dich, verlasse dich, verlasse dich. Komm aus deinem Herz, 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 im Namen Jesus Christus. Erhebt die Hand. Ich bleib auf dem Berg Gottes. Ich bleib auf dem Berg Gottes. Ich bleib auf dem Berg Gottes. Kein wird mich daraus holen. Keiner wird mich daraus holen. Im Namen Jesus. Jede Krankheit, jeder Missglück, jeder Fluch, jede Blockade, der gegen mein Leben gerichtet ist, jede Werke der Hexerei, verlasse mich, verlasse mich, verlasse mich, im Namen Jesus, im Namen Jesus. Ich bin ein Kind Gottes, erkauft durch das Blut des Lammes. Ich sitze auf der Rechte Gottes mit Jesus, im Namen Jesus. Jede Waffe, der gegen mich gerichtet ist, wird nicht gelingen. Jeder Fluch ist gebrochen. Jede Hexewerke ist zerstört. Jede Krankheit. Verlasse mein Leben. Verlasse mein Leben. Verlasse mein Leben. Verlasse mein Leben. Eins, zwei, drei. Raus im Namen Jesus Christus. Geh! Und komm nie wieder. Geh!
und komm nie wieder. Geh! Die ist auf der Berg Gottes. Die ist auf der Berg Gottes. Die ist auf der Berg Gottes. Du hast keine Anrechte und keine Macht über ihre Leben. Pack deine Werke und geh. Alles, was nicht auf dem Berg Gottes bleiben kann, muss gehen. Satan musste gehen. Dämonen müssen gehen. Denn wir sind das Begegnungsort mit Gott. Du bist ein Begegnungsort mit Gott. Du bist eine Frau voller Bestimmung. Jede Werke, was dein Leben blockiert, was deine Bewegung blockiert, was dein Leben blockiert, deine Schule blockiert, verlasse dich jetzt und geh und geh und geh bei drei aus dem Mund. Eins, zwei, drei. Raus mit euch im Namen Jesus Christus. Komm raus. Komm raus durch das Blut des Lammes. Die ist gesegnet und nicht verflucht. Die bricht durch in ihr Leben. Jede Werke Satans sind zerstört und gebrochen. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Du bist beständig. Der Tote Geist verlässt dich. Der Tote Geist lässt deine Bestimmung. Du willst es schaffen im Leben durch die Kraft Gottes. Du willst die Freude deiner Eltern sein. Du willst die Freude der Gemeinde Gottes sein. Im Namen Jesus Christus. Du bist gesegnet. Und du willst gesegnet bleiben dein Leben lang. Du willst Satan niemals dienen. Du willst die Werke Gottes tun. Es ist deine Berufung. Es ist deine Berufung, das Evangelium zu verkündigen und Menschen zu Jesus zu führen. Es ist deine Berufung, die Werke Gottes zu tun. Und jede Pläne Satan bezüglich deinem Leben wird nicht gelingen im Namen Jesus Christus. Jede Pläne Satan sind zerstört durch das mächtige Blut des Lammes im Namen Jesus. Du wirst durchbrechen. Du wirst erfolgreich sein. Wie Bezael, der Geist Gottes hatte, um Werke zu tun. Du wirst genauso in der Lage sein, Werke Gottes zu tun. Du, steh auf. Du, Johann, steh auf. Jeder, bleib in der Gegenwart Gottes. Du bist gesegnet. Du wirst ans Ziel kommen mit Jesus Christus. Jede Werke Satan wird zerstört. Werke der Ablehnung, Werke der Schmerzen werden zerstört. Ich brauche dich, komm. Ich brauche Tobi. Komm hier, Tobi, komm. Du, komm. Jonas, komm. Shayo, komm. Ihr prophezeit jetzt über jede Einzelne. Ich meine Prophezei, ich sehe das in euch. Ihr geht einer der anderen, auch wenn der Bruder schon prophezeit hat. Ihr fängt an zu prophezeien. Ich gebe euch 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten. Fängt an zu prophezeien über das Leben von jeder hier. Geh, 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 prophezei, prophezei, prophezei. Kinder, Erwachsene, prophezei. Im Namen Jesus. Gott legt seine Worte in eure Mundes. Prophezei, deklariere. Moria Baba Baba, der Geist der Prophet ist hier. Der Geist der Prophet ist hier. Gib mir deine Hand. Mareba Shato, öffne deine Augen, schau mich. Materi Bakata hier, da da Baba Baba. Maseteri Bakata Shata. Ekato Rebakata, schau mich, nicht die Augen zu machen. Materi Bakato Sa, sei erfüllt mit Leben. Sei erfüllt mit Leben. Sei erfüllt mit Kraft. Sei erfüllt. Du wirst es schaffen mit Jesus. Du wirst es schaffen. Du stehst kurz vor dem Ziel. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Satan hat einen Auftrag gegen dein Leben. Und du weißt das. Du darfst nicht aufgeben. Gott möchte dich gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Du darfst nicht aufgeben. Warum ist der Feind hinter dir? Er weiß, was für Berufung du hast. Er weiß, was für Bestimmung du hast. Deswegen
bekämpft er dich. Er ist bereit, alles zu verlieren, um dich zu zerstören. Halt durch, denn die Kraft Gottes ist in dir. Du kannst den Sieg erringen. Du kannst den Sieg erringen. Du kannst den Sieg erringen. Jetzt, du Menschengeist, komm aus ihren Augen raus. Komm raus. Komm raus. Komm raus aus ihren Augen. Verlasse sie jetzt. 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 Bei 3, 1, 2, 3, raus jetzt. Raus, Menschengeist. Pack deine Werke und verlasse diesen Körper. Geh! 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 Lass ihre Bestimmung los. Lass ihre Zukunft los. Lass sie los. Lass ihre Seele. Lass ihre Seele. Lass ihre Seele. Du bist im Feuer. Du bist im Feuer. Du bist im Feuer. Du bist im Feuer. Bei 3, 1, 2, 3. Komm raus. Alle, raus, raus, raus aus dem Mund. Raus, raus, raus. Raus, raus, raus. Lass sie los. Du bist besiegt. Durch das Blut Jesus. Durch das Blut Jesus. Durch das Blut Jesus. Durch das Blut Jesus. 1, 2. Jetzt raus. Jetzt raus. Jetzt raus. Jetzt raus. Jetzt raus. Ja. Die Kraft Gottes wirkt in ihr. Die Kraft Gottes macht sie frei von jeder Gebundenheit. Die Kraft Gottes macht sie frei. Jetzt raus. Jetzt raus. Jeder Hindernis ist gebrochen. Jeder Hindernis ist gebrochen. Jeder Hindernis ist, komm aus dem Mund raus. Ja. Ja, raus, raus, raus. Es kommt jetzt raus. Er kommt raus. Ja, komm nie wieder. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Ja, er kommt jetzt raus. Bitte weiter. Ich habe etwas in dir, in deine Hände gesehen. Das Wort. Das Wort. Das Wort. Und der Herr sagt, ich gebe dir den Dienst des Wortes. Der Herr sagt, ich gebe dir das Wort. Studier das Wort. Lern das Wort. Speichere das Wort. Denn die Zeit kommt, wo Gott das in dir gebrauchen wird. Komm hier. Bete für die 3, die Kinder, meine Kinder. Geh und bete. Deine Hand. Es gibt etwas, was deine Freude raubt. Es gibt etwas, was dein Leben versucht zu rauben. Damit du nicht an der Stelle kommst, wo Gott dich gebraucht. Damit du nicht an der Stelle kommst, der wird dich jetzt verlassen. Ja. Ja. Beweg dich nach oben. Verlasse sie. Lass sie los und geh. Du kannst nicht mehr hier bleiben. Du hast dich genug versteckt. Lass sie los. Ich gebe dir bis 3. Feuer wird vom Himmel herabfallen. 1, 2, 3. Raus mit dir. Komm aus dem Mund raus. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Die darf auf dem Berg Gottes leben. Und sie wird auf dem Berg Gottes leben. Jede Werke, was du vorbereitet hast gegen ihr Leben, wird zerstört. Wird zerstört. Wird zerstört, wird zerstört, wird zerstört, wird zerstört, wird zerstört, wird zerstört, wird zerstört. Raus mit euch! Verlasse sie jetzt. Verlasse ihre Zukunft. Verlasse ihre Bestimmung.
verlasse ihre Berufung. Im Namen Jesus Christus. Fühlst du was? Im Namen Jesus Christus. Sei frei. Sei frei. Ich zerstöre jeder böse Einfluss Satan in dein Leben. Ich zerstöre durch das Blut des Lammes. Ich zerstöre jede böse und falsche Same, was Satan in dein Leben eingepflanzt hat. Ich komme dagegen durch das Blut des Lammes. Ich gebiete dir, nicht deine Seele, aus jeglichem Gefängnis rauszukommen. Ich gebiete deine Seele, frei zu sein. Ich proklamiere durch das Feuer des Heiligen Geistes, dass jeder Werke Satan zerstört wird. Ich proklamiere durch das Feuer des Heiligen Geistes, dass jeder Werke Satan zerstört wird. Lass los und geh, lass los und geh, lass los und geh. Du komm aus dieser Gefangenschaft im Namen Jesus Christus. Wir brechen jede Bindung, wir zerstören die im Namen Jesus Christus. Sei frei von jeder Gebundenheit. Sei frei von jeder Kette. Sei frei von jeder Bindung. Sei frei von jeder Blockade. Im Namen Jesus Christus. Aus, im Namen Jesus. Aus, 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 aus. Er ist hier oben. Aus, aus, jetzt, 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 jetzt. Geist des Todes, geh. 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 Geist des Todes, verlasse. Geist des Todes, geh. Gib dir bis drei. Eins, zwei, drei. Komm raus. Geist des Todes, geh. Lass sie und geh. Du kannst ihre Leben nicht zerstören. Lass sie und geh. Geh! 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 Jetzt aus dem Mund raus, aus dem Mund raus. Lass die Seele, lass die Seele, lass die Seele und geh, geh. Danke, Vater. Geh, 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 geh. Lass sie los, lass sie los. Wir zerstören deine Gewänder. Wir zerstören deine Werke. Wir zerrassen die. Wir legen die in Feuer. Wir legen die in Feuer. Wir legen die in Feuer. Wir legen die in Feuer im Namen Jesus Christus. In Feuer. In Feuer, in Feuer, in Feuer, in Feuer, Feuer, Feuer. Komm raus, komm raus, komm raus. Feuer, 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 Feuer. Im Namen Jesus Christus. Du kannst. Du bist gut für den Sieg. Gott für den Durchbruch. Du bist gut für den Sieg. Jede Werke, die dich angreifen, die dein Leben zerstören möchte, die verlassen dich jetzt. Ja, geh! Geh! Empfäng die Liebe Gottes. Empfäng die Liebe Gottes. Ja, empfäng die Liebe Gottes. Empfäng die Liebe Gottes. Empfäng die Kraft Gottes. Empfäng den Sieg. Die Liebe erfüllt dein Herz. Die Liebe erfüllt deine Seele. Die Liebe erfüllt dich. Die Liebe erfüllt dich.
Die Liebe erfüllt dich. Sei erfüllt mit Liebe. Sei erfüllt von der Gegenwart Gottes. Sei erfüllt von der Kraft Gottes. Im Namen Jesus. Ja, der kommt raus. Danke, Jesus Christus. Danke, Jesus Christus. Danke, Jesus Christus. Amen. Halleluja. Hat jemand ein Wort? Hat jemand Erkenntnis? Na? Ja, kannst du sagen? Ich wollte dich fragen oder einfach fragen, die Geschwister, die im Geist sind. Ich habe den Eindruck gehabt, um die Nation zu erobern, um Deutschland zu erobern, und das will Gott tun, müssten wir in Fasten gehen und zusammen den Pergamonaltar in Berlin, diese Kraft zerstören. Amen. Wir werden das ins Gebet bringen. Ja, im Gebet. Und der Wille Weil ich Gottes. Habe das so empfangen, aber das muss geprüft werden. Ja, wir werden drüber beten. Danke dir. Wer hat noch einen Eindruck während der Gottesdienst gehabt? Oder Erkenntnis? Ehre sei dein Herr. Amen. Ja, ich danke euch für den Geduld. Ich plane nicht immer, dass wir so lange machen. Heute hatte ich vor, ein bisschen früh aufzuhören. Aber ja, der Herr plant und der Mensch plant und der Herr lenkt seine Schritte. Ich möchte dir was sagen. Wenn du aufgibst, der Feind hat gewonnen. Ich sehe deine Bestimmung. Ich sehe die Größe deiner Bestimmung. Denn glaub mir, es hat nicht mehr, du bist befreit von der Werke der Hexerei. Es gibt nichts mehr in dir. Aber was sich gerade manifestiert, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Gott hat mir gezeigt. Ich war sehr betrübt die Nacht. Ich kam hier, ich habe bemerkt, ich habe fast keine umarmt. Du hast eine Bestimmung. Es steht große vor dir. Aus deinem Mund darf nicht kommen, ich gebe auf. Nein. Du hast schon genug gekämpft. Es ist nicht die Zeit aufzugeben. Oft, wenn man kurz vom Ziel steht, die Angriffe gehen in andere Stufe. Haare aus. Haare aus. Du, Jonas, du, ihr sollt für sie beten. Ihr drei, für sie beten. Intensiv beten, ihr vier. Intensiv für sie beten. Es ist ein sehr großer Kampf. Wir tragen sie ihm, aber es ist euer Auftrag. Amen. Israel sollte Kanaan erobern, aber drei erste Stämme waren am Ziel. Gott hat gesagt, ihr lässt eure Sache, ihr kämpft für eure Brüder. Kämpft für sie. Vom ersten Tag, wo Grace kam, es war in einer Gemeinde Ludwigshafen, Gott öffnete meine Augen, ich sah ihre Bestimmung. Aber ich sah die Große der Werke Satan gegen ihr Leben. Und ich erinnere mich, wenn die Brüder waren da, ich sagte, diese Menschen da hinten, lass sie nicht weggehen. Die wollten weggehen. Wir haben sie geholt, für sie gebetet. Wenn ich nicht bereit bin, aufzugeben, ich werde dich nicht aufgeben. Und keiner wird hier aufgegeben. Wir kämpfen für die, die kämpfen wollen. Wir kämpfen für die, die bereit sind, durchzubrechen. Amen. Für jede einzelne kämpfen wir. Amen.
für jede Einzelne, wir lassen keine im Stich. Amen. Sei nicht müde, wir sind am Ziel. Wir sind auf dem Berg. Aber Satan möchte uns runterziehen. Er wird nicht schaffen, keiner von uns. Amen. Gott, die Ehre.